Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie, dass ihr hierher gekommen seid. Trotz des schönen Wetters, dass wir nun auch noch ein bisschen aussperren mussten. Das hat was damit zu tun, dass wir das Ganze auch noch per Livestream übertragen und das nicht so schön aussieht, wenn hier einige ganz doll erleuchtet sind von der Sonne. Ja, schön, dass Sie da sind. Ist unser dritter Salon, den wir heute machen, in der Reihe Digital ist besser. Was eine Kooperation ist von den Heinrich-Böll-Stiftungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt und den evangelischen Akademien in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Ja, wir in den Böll-Stiftungen. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier gekommen seid. Was ist schön, Wetter aus? Dass wir dann auch ein bisschen ausschneiden mussten, das hat was damit zu tun, dass wir das Ganze auch okay. Wir sind ganz klar, wir haben eine dritte Veranstaltung und denken, der vierten Pizza wird dann sein. Ist unser dritter Salon, den wir heute machen, in der Reihe. Sehr schön, jetzt können wir weitermachen. Ja, dritte Veranstaltung. Jetzt steigen wir endlich in das Ja, das ist live, ja. Wir sind keine Comedy-Veranstaltung, aber wir freuen uns immer über kleine Aufhaltungen zwischendurch. Das ist auch so eine Art Moderatorentraining, was wir heute live machen. Ja, das ist die dritte Veranstaltung, die wir heute machen. Und das ist die erste, mit der wir so ein bisschen das Themenfeld Nachhaltigkeit einsteigen wollen. Wir haben uns in den Stiftungen in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt mit zu fragen, was ist eine Postwachstumsgesellschaft, wie geht es weiter mit dem Thema Wachstum, was sind die Pioniere des Wandels, ein großer, bombastischer Begriff, den der Beirat, wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen in die Welt gesetzt hat, wo es im Kleinen eigentlich um so Projekte geht wie Urban Gardening, wie kleine, neue, lokale Ökonomien und Kreisläufe, die entstehen, aber auch ganz viele Ansätze, eine andere Konsumform zu entwickeln, zu teilen, zu tauschen, zu nutzen statt zu besitzen. Das waren Themen, mit denen wir uns in den letzten Jahren beschäftigt haben. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt den Schritt schaffen, das in diesen Salon reinzuholen, dieses Thema, und zu schauen, was kann digitaler Wandel eigentlich dazu beitragen und wie und vor allem wie und unter welchen Rahmenbedingungen kann er dazu beitragen, dass das mit diesen Pionieren des Wandels und das mit dieser dem sozialen ökologischen Wandel vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Das ist so ein Themenfeld, was wir heute anfangen wollen zu bearbeiten. Wir haben uns dafür das Thema Share Economy, Teilen, wie wollen Sie das nennen, als erstes rausgesucht, wohl wissen, dass es dazu eine ganze Menge an Debatten gibt und auch wohl wissen, dass es dazu sehr, sehr viele gibt, die man hier in Jena zum Beispiel einladen könnte, ganz viele Projekte gibt, die man auch sonst einladen könnte. Und wir haben aber gesagt, wir laden zwei spannende Vertreterin in so ein Podium ein und laden Sie auch ein mit in die Diskussion dann dazu. Wir sind sehr gespannt, ob und wie das alles funktioniert und wir sind sehr gespannt auf die Antwort, auf die ersten Antworten auf die Frage, wie digitaler Wandel die Pioniere des Wandels und eine soziale und ökologische Transformation voranbringen kann. Ja, das soweit zur Begrüßung und jetzt darf ich übergeben an Annika Potz, die Studienleiterin für politische Bildung in der Evangelischen Akademie, die dankenswerterweise heute schon wieder für uns hier moderiert. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank und auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen bei diesem wunderschönen Wetter hier im Kombinat Süd. Teilen ist besser. Der Titel hat mich erstmal so ein kleines bisschen an meine Kindheit erinnert. Meine Eltern haben auch immer gesagt, teil das mit deinen Geschwistern und fanden das dann besser. Ich fand das nicht. Meine Geschwister vermutlich auch nicht. Die sitzen vielleicht sogar vorm Livestream und sagen vielleicht auch was dazu per Facebook. Mal sehen. Da fällt mir ein, wir haben das Hashtag vergessen anzusagen. Ne? Das ist Hashtag digital ist besser. Man kann gerne mittwittern, wenn man möchte. Heute ist Teilen ein Hypewort, das angeblich die Wirtschaft reformieren kann. Share Economy ist das Zauberwort und die Idee dahinter klingt ja auch großartig. Weniger Konsum, weniger Umweltbelastung, weniger Zeug, das man eigentlich nur einmal im Jahr braucht, rumsteht und einstaubt. Wenn wir fertig gelesene Bücher weiterteilen, dann stauben sie wie gesagt weniger ein, sie nehmen weniger Platz weg und sie machen sogar noch anderen Leuten eine Freude. Wenn ich mein WG-Zimmer während meines Urlaubs untervermiete, dann ermögliche ich meiner WG noch jemand Nettes kennenzulernen, verdiene dabei ein bisschen Geld und ermögliche jemandem kostengünstigen Urlaub. Und diese Liste ließe sich ja beliebig fortsetzen.
Doch zum Beispiel, wenn immer weniger Menschen Autos besitzen und sie stattdessen teilen, dann werden auch weniger Autos gekauft. Und das bedeutet nicht nur, aber auch gerade für die deutsche Industrie einen ziemlich empfindlichen Schlag. Und wenn ich statt eines Hotels bei Airbnb übernachte, dann spare ich Geld, klar. Aber es heißt auch, ich gebe das Geld jemandem, der mir dieses Zimmer ohne jede Absicherung zur Verfügung stellt. Und ich gebe dieses Geld nicht jemandem, der Mitarbeiter finanzieren muss, der soziale Absicherung für diese Mitarbeiter ermöglicht und Steuern zahlt. Außerdem kann man auch sagen, dass aus Share Economy längst weniger Sharing und mehr Economy geworden ist. Dahinter steht inzwischen eine ziemlich große Industrie, die auf Gewinnmaximierung aus ist und traditionelle Unternehmen vom Markt verdrängt. Und dann kommen wir wieder zurück zu meinen Geschwistern und mir. Wie ist denn das eigentlich? Wollen wir tatsächlich weniger besitzen? Denn wenn man teilt, heißt das ja auch, man hat irgendwas nicht für sich. Und es ist vielleicht ein kindischer Impuls, aber wir kennen den doch ehrlich gesagt alle, oder? Das sind nur so ein paar Themen, die ich jetzt angerissen habe, die wir heute Abend hier besprechen wollen. Und wie man vielleicht die Welt mit Teilen doch ein kleines bisschen besser machen kann. Und dafür haben wir zwei Referentinnen eingeladen. Das ist zum einen Lisa Schmidt aus Hamburg. Sie hat Journalistik an der Hochschule in Hannover studiert und auch Tiermedizin, wie ich eben erfahren habe. Ganz kurz. Sie arbeitet jetzt als freie Redakteurin unter anderem und macht noch ganz viele andere Sachen in Hamburg. Unter anderem leitet sie in Deutschland das Projekt Pumpi Pumpe, das eigentlich aus der Schweiz kommt und das Tauschen unter Nachbarn fördert. Und darüber wird sie uns, denke ich, gleich einfach selbst was erzählen, bevor ich das hier tue. Auf der anderen Seite Julia Haug, ein Jenaer Urgestein, hat hier studiert, und zwar Medienwissenschaft und Anglistik, promoviert jetzt an der Universität Erfurt. Ich habe mir das Thema aufgeschrieben. Eine Frage des Vertrauens, Entwicklung eines Modells zu Vertrauen aus Nutzungsperspektive in serviceorientierten Online-Communities. Das ist der Kurztitel. Das ist der Kurztitel. Im Grunde beschäftigt Julia sich mit Mitfahrgelegenheiten. Das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Und im Grunde beschäftigst du dich ja damit, wie kommt es dazu, dass Menschen über Online-Plattformen einfach sich Leute suchen, die wildfremd sind und dann zu ihnen ins Auto steigen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Serviceorientierte Online-Communities, Julia, sind das Sharing-Plattformen oder was ist das? Also einige davon sind auf jeden Fall Sharing-Plattformen. Ich würde Airbnb zum Beispiel auch dazu zählen, weil eigentlich ist die Definition von serviceorientierten Online-Communities, dass es eben eine Plattform ist, die von einem Anbieter organisiert wird, aber auf dem der User-Generated Content die Hauptrolle spielt. Das heißt, die Nutzer selbst sorgen für einen Service. Und das kann man ja eben auch als Sharing bezeichnen, gerade wenn man jetzt von der Sharing Economy redet, also das, wo es auch darum geht, Gewinn zu machen, dass ein Unternehmen dahinter steckt. Ja, das ist der Unterschied zu Normal-Communities, wo eben nur die Nutzer versuchen, alles unter sich zu regeln, und da gibt es eben noch einen Provider, und ich versuche herauszufinden, wie da das ganze Vertrauensproblem funktioniert. Ja. Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich damit, wie da Vertrauen funktioniert. Was sind so deine ersten Ergebnisse? Wer teilt da eigentlich was und warum? Also ich erstelle ja ein Modell des Vertrauens in der Kommunikationswissenschaft und versuche da psychologische und sozialwissenschaftliche Perspektiven mit reinzubringen. Und was jetzt in meinem Modell neu ist und eben auch in den Communities, ist, dass es nicht nur einen Menschen oder eine Organisation gibt, der man vertraut, sondern dass ganz viele Komponenten mit reinspielen. Das heißt, man muss in diesen Communities sowohl der Technologie Internet vertrauen, dann anderen Nutzern, der Community selbst, also das ist bisher noch wenig analysiert worden, wie auch die Community da eine Rolle spielt, was für Normen, und dann der Portalanbieter. Also darauf konzentriere ich mich, was gibt es da für verschiedene Sachen. Natürlich ist meine Forschung jetzt nicht, wie muss designt werden, damit es glaubwürdig erscheint. Da gibt es schon einige Studien dazu. Ich versuche, die Komplexität des Phänomens zu erfassen. Ja, das geht das so ungefähr nicht. Ja, doch, das ging schon in die Richtung. Aber vielleicht kannst du noch mal so die wichtigsten Komponenten nennen, die du schon rausgefunden hast. Was führt denn dazu, dass Menschen da anderen Leuten vertrauen? Also wenn man jetzt Mitfahrgelegenheiten anschaut, da habe ich eine Online-Befragung gemacht und mittlerweile schon ausgewertet, da ist der größte Faktor, der eine Rolle spielt, die Risikowahrnehmung. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt aber auch so intersubjektive Arten, Risiko zu bewerten. Und da ist eben die Abschätzung, wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass negative Konsequenzen folgen, wenn ich bei jemandem mitfahre, und wie schwerwiegend sind diese Konsequenzen. Also das spielt eine Hauptrolle. Und dann spielen vermutlich, das kann ich aber noch nicht mit Sicherheit sagen, auch Persönlichkeitsfaktoren eine Rolle, also zum Beispiel Sensation Seeking heißt das Konzept, dass man eben sowieso breiter dazu ist, Risiken einzugehen. Das spielt eine Rolle, das ist jetzt alles auf der Seite des Nutzers, die Vertrauensbereitschaft und dann die Vertrauenswürdigkeit des Portals, also die Reputation des Portals, die Reputation der einzelnen Mitfahrer, und eine sehr, sehr große Rolle spielt auf dem Gebiet, glaube ich, und beim Teilen allgemein die Erfahrung. Also je mehr positive Erfahrungen ich habe, dann wird das verallgemeinert. Okay, Menschen, also jetzt ganz allgemein, Menschen sind gut. Und dann vertraue ich eher. Also ich glaube, das ist so die Grundlage, die dann auch mit Sharing Communities ja, auch zutrifft. Ja, Lisa, ich habe eben schon gesagt, du leitest Pumpi-Pumpe. Vielleicht erzählst du uns erstmal nochmal, was Pumpi-Pumpe ist, was das mit diesen Stickern zu tun hat und wie du zu diesem Projekt gekommen bist. Gerne. Also Pumpi-Pumpe ist ein Projekt, das sich im Gegensatz zu den anderen Sharing-Modellen, die das Netzwerk immer größer machen wollen, eher auf die kleinen Netzwerke besinnt, also auf die direkte Nachbarschaft, weil wir in Großstädten leben immer mehr und immer anonymer werden, und da geht es darum, bei Pumpi-Pumpe den Austausch zu fördern zwischen Nachbarn, den kommunikativen und auch den materiellen. Und das basiert auf einer Idee, die drei Schweizer erfunden haben, von Stickern. Und zwar haben sie für ein Nachbarschaftsfest Illustrationen von Alltagsgegenständen entworfen, 46 verschiedene, die auf Sticker gedruckt wurden. Und mit Hilfe eines Erklärstickers, auf dem steht, das alles kannst du bei mir leihen, versendet werden. Die kann man bei uns bestellen über die Website pumpipumpe.ch und dann an seinen Briefkasten kleben. Denn der Briefkasten ist eigentlich ein ideales Display, weil die Nachbarn immer dran vorbeilaufen und sehen, was man halt so zu verleihen hat. Und ja, dieser Austausch soll gefördert werden, und ich bin dabei seit letztem Jahr, weil Pumpi-Pumpe immer größer wurde. Aus diesem Nachbarschaftsprojekt wurde fast schon ein globales, kann man glaube ich sagen. Wir haben schon 15.000 Bestellungen rausgeschickt, Abholstationen in verschiedenen Ländern. Also Pumpi-Pumpe gibt es mittlerweile nicht mehr nur in der Schweiz und in Deutschland, sondern auch in Japan und in Kanada, in Belgien und so weiter. Und durch die Illustration muss man halt nicht unbedingt mehrsprachig fahren, sondern die Begriffe lassen sich leicht verstehen und ja, fördern wieder das Wachstum, das Zusammenwachstum der Nachbarn. Wir haben ja euch beiden Referentinnen drei Fragen gestellt im Vorfeld, und wir haben dich gefragt, wie viele Nachbarn sich schon mal was bei dir geliehen haben, und du hast gesagt, du kommst aus einem kleinen Dorf und hast von da eigentlich das bei den Nachbarn klingeln und mal eben Fragen mitgenommen. Ist es tatsächlich so, dass Teilen auf dem Dorf leichter funktioniert, oder ist es einfach so, dass es da einfach eine größere Tradition hat? Ich glaube, dass es gängiger ist. Also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und da haben wir eigentlich alles geteilt, von Magazin-Abo bis Mähdrescher. Und wahrscheinlich ist genau das, was du mit Vertrauen meintest. Also je besser man die Nachbarschaft kennt, desto leichter fällt es natürlich, Dinge, die ja auch einen gewissen Wert haben, zu verleihen, weil man sicherer ist, dass man sie zurückbekommt. Und das ist vielleicht das Ideal, von dem man ausgeht, aber in Großstädten ist, finde ich, auch viel daran gelegen, dass man den Nachbarn vielleicht besser kennenlernt dadurch und so einen gewissen Vertrauensvorschuss irgendwie gewährleistet, damit man die eigenen Netzwerke wieder mehr stärkt. Ja. Pumpi-Pumpe ist ja nun ein gemeinnütziger Verein und kein Unternehmen. Warum ist das so? Ja, dafür werden wir oft ausgelacht und haben den Karren auch schon fast ein bisschen vor die Wand gefahren. Also es ist natürlich immer schwer. Wir verkaufen ja oder wir verschenken im Prinzip noch ein Produkt. Also die Sticker sind sogar ziemlich teuer in der Herstellung. Wir haben Leute, die verpacken müssen, an die Besteller versenden und Portokosten, die wir tragen müssen und so weiter. Wir haben uns erst über Crowdfunding anfinanziert. Dann haben wir Designpreise gewonnen, Ökopreise. Das Umweltamt aus der Schweiz finanziert uns. Und private Spenden haben uns auch erreicht und so das Projekt finanziert. Unser Credo war eigentlich immer, das umsonst zu machen, weil die Leute ja gratis Dinge verleihen und sollten nicht dafür bezahlen, dass sie gratis Dinge verleihen. Und das ist aber wirklich schwer. Und ich kann verstehen, dass aus der Sharing Economy wirklich die Economy wird, weil man, ja, die Leute nehmen Dienstleistungen in Anspruch, in unserem Fall nehmen sie auch Produkte in Anspruch. Und es ist schwierig, das so zu finanzieren, wenn man das gratis alles macht. Also die Plattform so am Leben zu halten und Werbung dafür zu machen oder Presse zu machen, ist schwierig. Allerdings haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Leute uns angeschrieben haben. Wir haben derzeit einen Bestellstopp, also man kann zwar bestellen, aber bekommt in diesem Moment bis Ende April noch keine Sticker, weil wir einfach ein riesen Medienecho hatten und nachproduzieren mussten von Geldern, die einfach nicht da waren, sodass wir erstmal auf die Pause
Taste drücken mussten und ganz viele Leute haben uns angeschrieben und meinten, sie würden auch Geld dafür bezahlen, eben weil sie die Sache so schön finden und dadurch fördern würden. Also es ist, kommt auch so, finde ich, aus der Masse heraus, dass da Geld irgendwie gern auch eingegeben werden kann. Unsere Reihe heißt ja nun Digital ist besser. Welche Rolle spielt das Netz bei euch? Ja, eigentlich sind wir ziemlich analog. Aber das ändert sich gerade. Und zwar machen wir Ende April einen großen Relaunch. Pumpipumpe funktioniert eigentlich dann besonders gut, wenn viele Leute im Haus mitmachen. Also wir haben einen Studienauftrag gegeben bei einer Universität in der Schweiz. Die hat herausgefunden, wenn echt nur einer mitmacht, bei so, sagen wir mal, so 5, 6 Briefkästen, dass es schwierig ist, dass die Sache so richtig in Gang kommt. Also je mehr, desto besser. Und das wollten wir jetzt ausweiten und bringen Ende April eine Pumpipumpe-Map raus. Da sieht man dann in Google Maps, wo überall Pumpipumpe-Verleiher sind. Da werden alle angeschrieben und wer möchte, kann seine Daten dann im Prinzip zur Verfügung stellen, lädt sich einen Sticker runter, den er an die Klingel macht, sodass ich zum Beispiel sehen kann, wer in meiner Nachbarschaft ein paar Straßen weiter mitmacht bei Pumpipumpe und was er zu verleihen hat. Dort kann ich dann klingeln und fragen, ob ich vielleicht das Fahrrad oder die Nähmaschine leihen könnte für eine gewisse Zeit. Also das Netz nehmen wir immer mehr dazu. Bisher war es nur für den Bestellvorgang eigentlich da und jetzt wird das analoge Pumpipumpe ein bisschen erweitert. Ja, du hast ja gerade schon vom Vertrauensvorschuss gesprochen. Wie ist das, Julia? Funktioniert es leichter, wenn die Community besonders klein ist und überschaubar, oder ist das auch was, was für große Communities gelten kann? Also ich denke, das funktioniert tatsächlich leichter, je weniger Leute es sind, weil dann die Sanktionen, die es geben kann, wenn eben Vertrauen missbraucht wird, einfach schwerwiegender sind. Also das heißt, wenn ich jetzt meinen Nachbarn betrüge oder ihm die Sachen nicht wieder zurückgebe, wird sich das vielleicht rumsprechen und das Ansehen ist für immer zerstört, um jetzt mal zu übertreiben. Wenn ich natürlich anonym im Internet in einer großen Masse das mache, dann kann ich ganz schnell eigentlich wieder so weitermachen wie vorher. Und deswegen sind ja in den großen Communities dann eben diese Reputationssysteme eingeführt worden, dass man bewerten kann. Und das ist in letzter Zeit sehr professionell geworden, dass man nicht nur Sternchen vergibt, sondern quasi auch bei Airbnb ist, dass wir das beide bewerten müssen und dass dann auch noch geschaut wird, wie zum Beispiel die Personalausweisnummer ist oder ähnliches. Und es gibt auch schon Trust-Siegel, wo man sich dann auch anmelden kann, dass man wirklich vertrauenswürdig ist und kann das dann auch angeben. Also das ist so professionalisiert, weil es eben nicht so einfach ist in der großen Masse. Also außer man geht davon aus, dass jeder grundlegend den Menschen vertraut, aber das ist auch kulturabhängig. Also als Deutscher vertraut man, ich weiß nicht, vielleicht nicht so einfach wie jemand, der in einer anderen Kultur lebt. Ja, da gibt es auch noch nicht so viele Studien zu, ist auch ein spannendes Thema. Das nächste Mal, ja. vor einer Weile ist ja die App Why Own It, also warum ist Besitzen gescheitert? Und das war ja im Grunde so ein kleines bisschen Pumpipumpe in digital. Also man konnte da Gegenstände einstellen, die sich dann andere ausleihen konnten. Und das Problem an der ganzen Sache war, ist eigentlich was du auch schon angesprochen hast, dass sehr viele Leute da sich die App zwar runtergeladen haben und was ausleihen wollten, aber kaum jemand was eingestellt hat. Ja. Also ist das so eine Sache, könnte das mit Pumpipumpe, wenn ihr jetzt diese Karte erstellt, auch passieren? Also es geht Teilen eventuell einfach analog besser? Wir bleiben ja analog, also die Dinge werden ja nicht über eine Plattform dann verliehen und so weiter. Man ist einfach mit den Dingen, die man hat, in so einer Map verzeichnet. Ich glaube, dass es ein guter Weg ist, das analog zu machen. Und schade, dass es nicht funktioniert hat. Vielleicht hätte es zu einem späteren Zeitpunkt besser funktioniert mit Why Own It. Vielleicht war der Austausch nicht direkt genug und die Leute hatten nicht diesen Vertrauensvorschuss, weil das Ganze noch nicht so bekannt war und man nicht wusste, mit wem man da teilt. Und man teilt ja auch sehr persönliche Dinge immer wieder und vielleicht hat das einfach nicht so geklappt. Also ich wurde mal gefragt bei einem Interview, wie wir das denn machen mit dem Vertrauen und ob ich denn meinen Nachbarn, warum ich denen einfach was verleihen würde. Und das wäre im Internet ja viel besser, weil man da Nutzerprofile hat und die hätten ja auch Bewertungen. Und ich war total erstaunt, weil ich meiner Nachbarin sehr viel eher etwas leihen würde, weil ich ja auch weiß, wo sie wohnt und wer sie ist, als irgendjemand im Internet. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Das würde ich euch eigentlich gerne fragen. Wenn ihr so eure Nachbarn habt oder ihr habt ein Profil, das hat vielleicht 22 gute Bewertungen und keine schlechte. Wer würde eher den Nachbarn sein? Sagen wir mal Fahrrad leihen. Und wer würde es eher dem Internetprofil leihen?
Ja. Also, danke. Also die Mehrheit war definitiv dafür, es den Nachbarn zu leihen. Und ich glaube, dass es deswegen analog momentan vielleicht noch besser funktioniert, ja. Du hast dich ja auch wissenschaftlich, glaube ich, mal mit der Usability von Apps beschäftigt, also wie, wie gut die Anwendbarkeit von Apps ist. Kannst du aus der Perspektive da vielleicht auch noch was zu sagen, warum diese App eventuell gescheitert ist? Da kann ich wenig zu sagen, weil ich die App selber nicht genutzt habe, aber es muss schon sehr praktisch sein und sehr schnell gehen, damit man sowas überhaupt macht. Und das ist etwas, was zum Beispiel Airbnb leistet oder so, wo ich wirklich einen guten Überblick bekomme, wo ich alles sehen kann und auch die Mitfahrzentrale oder Mitfahrgelegenheit, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann den Fahrer oder denjenigen, der ein Haus anbietet oder eine Wohnung, sehr gut einschätzen, sehr schnell auch gut einschätzen. Und ich glaube, dass die da zum Beispiel wirklich einen guten Job gemacht haben, nur bei Ownit kann ich es nicht sagen. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, damit sowas funktioniert, ja. Die Einschätzung könnten wir an Julia eigentlich gleich mal weitergeben. Inwiefern spielt das eine Rolle, wie das dargestellt wird? Ja, gute Frage. Also, da gibt's, ich meinst du jetzt Why Own It vor allen Dingen, oder? Nee, generell die Nutzerprofile. Die Nutzerprofile. Ja, das ist eigentlich ein großes Problem mittlerweile, dass die meisten Profile durchgängig gute Bewertungen haben. Also in Communities wird selten wirklich schlecht bewertet, weil das auch irgendwie wieder zurückspielt. Und ich glaube, 95% der Bewertungen auch auf TripAdvisor oder so sind gut, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, also das ist ein großes Problem. Ich glaube, da würde ich eher meinem Nachbarn vertrauen. Gut, da hört man dann vielleicht Geschichten, die nicht unbedingt stimmen und nicht so positiv sind. Ja, aber ansonsten gilt im Internet, je mehr Informationen, desto besser für den allgemeinen User. Also es gibt auch Ausnahmen, die dann auch eigentlich nichts weiter brauchen als den Namen. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Mitfahrgelegenheiten guckt, es gibt eine Plattform, die heißt bessermitfahren.de, die läuft ohne Werbung, ist nicht kommerziell, da muss man sich nicht anmelden und es gibt eben nur die Daten, die derjenige selber einstellt, die Handynummer meistens. Und die hat leider nicht so funktioniert wie mitfahrgelegenheit.de, wo man seinen Personalausweis hinterlegen kann, wo es Sternchenbewertungen gibt, Kommentare zu den Nutzern, ja. Also da gilt eigentlich, je mehr, desto besser, zumindest auf den ersten Blick. Ja. Wir haben dir ja vorher auch drei Fragen gestellt, unter anderem die Frage, warum es eigentlich noch keine Mitfahrgelegenheitspartys gibt. Und du hast gesagt, Mitfahrgelegenheiten sind nur lose Gemeinschaften, die zielorientiert in soziale Interaktion treten und lokal ungebunden sind. Das Zugehörigkeitsgefühl ist in der Regel geringer als in anderen thematischen Gruppen. Spontane Autopartys sind aber nicht auszuschließen. Erste Frage dazu, wann war deine letzte spontane Autoparty? Und die zweite Frage, ja, diese losen Gemeinschaften, die nur zielorientiert kommunizieren, ist das nicht generell ein Merkmal für solche Online-Plattformen oder fällt dir ein Thema ein, bei dem das auch anders aussieht und bei dem vielleicht das Zugehörigkeitsgefühl größer ist? Ja, also meine spontane Autoparty war neulich von Leipzig nach Jena, eine schöne Mitfahrgelegenheit mit zwei Bestatterlehrlingen, die mussten Sonntagnachmittag absolut Techno im Auto anmachen, recht laut. Es war zwar recht gute Musik, aber es war dann doch ein bisschen viel. Das war meine spontane Party, die dann aber abrupt endete. Aber war eine gute Fahrt, ging schnell und alles okay. Ja, ansonsten... was ist keine lose Gemeinschaft? Also ich glaube, das von Pumpipumpe, wenn man da jemanden trifft oder sieht am Briefkasten, ist eben so ein Aufkleber, dann kann man sich da eher mit identifizieren. Also bei Mitfahrgelegenheiten, da geht es ja schon darum, um die eine Aktion und nicht darum, dass man andere findet, aber zum Beispiel bei Couchsurfing, also ich glaube, da gibt es Regeltreffen in den einzelnen Städten und rege Gruppen, die das eben als Erlebnis sehen und sich über die Plattform verbunden fühlen und da klappt das dann besser. Ja. Gut, Lisa hat ja gerade schon mal gefragt, wer hier sich was leihen würde und was teilen würde. Ich würde eigentlich ganz gerne jetzt schon mal euch fragen oder sie fragen, was ihr für Erfahrungen mit Teilen habt, ob online oder analog, und einfach so ein bisschen an den Erfahrungen, die hier im Publikum sitzen, uns teilhaben lassen. Ja? Ja, keine Ahnung, also ganz normal, denke ich mal, Bücher, Werkzeug, Fahrräder und was man halt so im täglichen Alltag halt braucht. Also dann halt unter Kumpels, Freunden, Nachbarn, wie auch immer. Also online war ich da jetzt noch nicht unterwegs, aber ich denke, das hat ja wahrscheinlich auch fast jeder gemacht.
Fragst du zuerst deine Kumpels oder zuerst deine Nachbarn? Wir waren zuerst die Kumpels. Also, ja. Es ist ja kein Freundeskreis, wenn man mal was braucht, dann wird es natürlich von A nach B buxiert. Naja, ist klar, ist die Frage. Also, klar ist auf die Also du sagst, dass du eher die Kumpels fragst als die Nachbarn, wenn du was leihen möchtest. Eigentlich ist der kürzeste Weg ja zu den Nachbarn. Ist das auch so eine Vertrauensfrage bei dir, dass du eher deine Kumpels fragst? Ja, definitiv. Also, der Weg ist zwar kürzer zu den Nachbarn, aber ich kommuniziere definitiv öfter halt mit dem Freundeskreis als mit den Nachbarn. Hast du schon mal was bei den Nachbarn geliehen? Ja, tatsächlich. Einen Mixer. Ja, das funktioniert. Wer noch? Also mir fällt spontan was ein, am Samstag ist Flohmarkt und wir wollen einen Stand machen, haben aber keinen Tapeziertisch und haben natürlich erstmal im Freundeskreis gefragt und dann kam uns eben überhaupt erst die Idee, lass uns doch mal bei Facebook irgendwie in die Flohmarktgruppe oder so schreiben, was irgendwie für mich nicht das Naheliegendste erstmal war, aber so jetzt, wo wir es gemacht haben und wo ich drüber nachdenke, denkst du, ja, es lesen eine Menge Leute und mal gucken, vielleicht klappt es. Also ich glaube, das ist schon eine relativ neue Entwicklung. Warum war denn das jetzt nicht dein erster Impuls, das da reinzuschreiben? Weil ich spontan gar nicht dran gedacht hätte, fremde Menschen zu fragen, ob sie mir was leihen könnten. Aber ja, warum nicht? Also vielleicht meldet sich ja noch jemand, vielleicht hat ja auch hier jemand Bitte auch, ja. Inwieweit glaubst du, dass das die Geschichte mit dem Vertrauen, ja? Wenn ich mir jetzt an Couchsurfing denke, etc., kann das nicht auch geknockt werden durch Not, sei es finanzielle Art, weil umso größer meine Not ist, um hinzukommen und ich weniger Geld habe, umso weniger achte ich auf Vertrauen, also umso weniger wichtig ist mir das vielleicht. Ja, also generell würde ich nie behaupten, dass Vertrauen eben immer der Grund ist, warum man etwas macht, also es ist ein Teil davon, wenn natürlich ein Muster ist, es gibt keine andere Auswahl, dann muss ich nicht vertrauen, dann weiß ich, das ist jetzt das, was ich machen muss. So. Dann würde ich sagen, ist kein Vertrauen da. Aber bei Couchsurfing zum Beispiel muss man ja zumindest demjenigen vertrauen, den man sich da auswählt, bei dem man schläft. Und auf der anderen Seite, den ich bei mir schlafen lasse. Also es gibt ja doch immer eine Auswahl von Leuten. Und da muss schon unterschieden werden, wer ist vertrauenswürdiger. Aber das stimmt schon, es ist nicht immer eine Entscheidung des Vertrauens, es kann auch eine rationale Entscheidung sein, ganz einfach. Also ich weiß noch ganz am Anfang, jetzt muss man leider Lesetexte schreiben und sich halt bewerben. Aber ich weiß noch von mir am Anfang, wenn dann die Zeit knapp wurde, hat man einfach irgendjemand angeschrieben und hat gehofft, dass der einfach nur ja sagt, egal, das ist Hauptsache man einfach schon schlafen. Also so war es am Anfang einfach und da war null Vertrauen. Ja, ich denke, das ist ein Sonderfall. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie man das selber sieht. Also ich denke, die Vertrauensbereitschaft ist tatsächlich da auch sehr, sehr unterschiedlich. Also du hast dann gesagt, okay, ich muss jetzt bei irgendjemandem schlafen, jemand anderes würde das im Leben nicht machen, nicht mal heute, und würde dann lieber zur Polizei gehen und da um Hilfe bitten oder sowas in der Art. Also dann doch nach anderen Alternativen sehen, weil man Fremden so wenig vertraut. Also es ist bei Mitfahrgelegenheiten tatsächlich so der Fall, wenn man das noch nie gemacht hat, es gibt wirklich eine Menge Leute, die zahlen dann lieber 80 Euro Bahn, nur damit sie das nicht machen müssen. So. Und das, es ist zwar jetzt gerade ein Trend und dadurch, dass das so professionalisiert wird, machen da auch mehr Leute mit, aber eigentlich ist es auch meiner Ansicht nach schon eine Frage der Situation natürlich immer, wie viel Vertrauen man da hat und eine Frage des Einzelnen. Aber da habe ich nochmal eine Frage zu. Ja. Fühlt sich gerade in der digitalen Sphäre dieser Zwang zur Transparenz und das Herausstellen auch gerade zur Professionalisierung, also bedingt das eigentlich das andere, weil ich mich herausstellen muss, weil ich vertrauenswürdig erscheinen muss, kommen gerade dann die professionellen Angebote zum Zuge. Also ich denke mal an die Entwicklung von eBay so in den letzten 10, 15 Jahren. Ne?
Das hat sich auch immer mehr zur Händlerplattform entwickelt und ist eigentlich weniger noch so peer-to-peer-mäßig unterwegs. Gerade durch dieses Vertrauenslevel, was dann geschaffen wird und Versandoptionen und Pipapo, die haben das ja durchdekliniert bis ins Letzte. Ja? Und ist das gerade bei der Sharing Economy, gerade bei den nicht professionellen Angeboten, entsteht das nicht so? Also ich nehme jetzt mal diesen analogen Bereich raus, ja? Das ist dieser Nachbarschaftsbereich, das ist für mich auf einem anderen Level, aber gerade im digitalen Bereich, wo ich die Leute nicht kenne, ist das nicht eigentlich der Schritt zur Professionalisierung in dem Punkt? Ja, da kann ich Ihnen eigentlich nur zustimmen. Ich denke, dass auch das Grundproblem der Sharing Economy, Sharing ist erstmal positiv, könnte was verändern, aber das Problem ist, je professioneller es wird, desto kapitalistischer wird die Idee eigentlich genutzt und desto weniger wird auf dieses soziale Vertrauen eingegangen und desto mehr eigentlich diese Vertrauenswürdigkeit, die so standardisiert ist, also quasi Risikominimierung, so weit wie es geht. Das ist jetzt nicht das optimale Vertrauen, wie ich es jetzt mir vorstellen würde, dass man eben durch den sozialen Kontakt das Vertrauen hat, sondern eben durch die Risikominimierung, knallhart, rational. Und ich denke, das ist auch das Hauptproblem der Sharing Economy. Sind wir ja schon mittendrin in der Diskussion eigentlich. Doch, klar, da vorne war noch eine Frage. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass eigentlich diese Mechanismen des Vertrauens in der analogen Welt eigentlich dann in der digitalen nachgebildet werden, so ein bisschen. Also wenn ich jemanden tatsächlich kenne, eben wie meine Nachbarin, dann kenne ich sie über Privatinformationen oder irgendwas. Und bei Airbnb ist es ja beispielsweise auch ähnlich. Ich schreibe dann persönlich mit den Leuten, lerne die sozusagen kennen, stelle denen Fragen und je individualisierter sozusagen das Renommee des digitalen Anbieters ist, umso wahrscheinlicher wird ja dann auch Vertrauen. Oder? Würdest du dem zustimmen? Also dass entgegen der Professionalisierung eigentlich auch eine Individualisierung stattfindet. Also ich glaube, das ist nur eine scheinbare Individualisierung, weil eigentlich auch gerade bei Airbnb dann alle genau das schreiben, was sie denken, was die Leute lesen wollen. Und gerade Airbnb hat wirklich, eigentlich hat das kein Problem, aber ich würde es als Problem der Idee sehen, dass es eigentlich so professionell geworden ist, dass nichts mehr geteilt wird, sondern Ressourcen, die da sind, nur noch von denjenigen genutzt werden. Also wenn man in Berlin sieht, das ist ein sehr großes Problem, dass man da nicht seine eigene Wohnung teilt, sondern in eine Wohnung außerhalb zieht, damit man in der Stadt das vermieten kann. Also denke ich, je professioneller es wird, desto kommerzieller wird es leider meistens. Lisa, wie siehst denn du das? Läuft Pumpipumpe auch irgendwann Gefahr, zu kommerziell zu werden? Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, das ist eben kein Unternehmen, sondern ein Verein. Aber siehst du das Problem von Professionalisierung auf der einen Seite und dann gleichzeitig aber mit einer Kommerzialisierung? Ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist, wenn Dinge Geld kosten. Oder jetzt in unserem Fall zum Beispiel wäre ja eine Kommerzialisierung, dass die Sticker jetzt einfach Geld kosten und nicht mehr gratis angeboten werden. Und dass wir versuchen, wenigstens die Kosten zu decken, die wir da produzieren müssen. Da sehe ich das Problem nicht so. Also vielleicht ist bei den Großen das Problem mit der Kommerzialisierung, bei Uber oder bei Airbnb auch, dass ethische Grenzen immer wieder überschritten werden. Dass man sich fragen muss, ob da durch diese Professionalisierung nicht vielleicht auch eine Branche angegriffen wird, die auf hohe Standards setzt, was ihr vorhin schon meintet, die müssen Personal bezahlen, die müssen die Schwachen auch decken und so weiter dadurch. Oder da wird auf Standards gesetzt in Sicherheit und in Hygiene vielleicht, die andere nicht leisten können. Dass es da Koalitionspotenzial gibt, aber bei Pumpipumpe, was ja eigentlich rein nachbarschaftlich funktioniert, sehe ich es nicht. Ne? Wir haben dich im Vorfeld ja auch gefragt, ob jetzt Teilen tatsächlich zu weniger Konsum führt und du hast damit mit einem ganz klaren Jein geantwortet. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. Genau, Jein, weil man natürlich Dinge auch kaufen muss, um sie zu teilen. Also Gegenstände, darum geht es ja bei Pumpipumpe, Alltagsgegenstände müssen ja auch irgendwie angeschafft werden und dann wird weitergekauft. Allerdings, wenn ich sie geteilt kaufe, also weiß ich, schaffe mir vielleicht was an, was ich mit den Nachbarn teile, wird das Gerät halt vielleicht nur einmal gekauft und nicht viermal. Dadurch wird dann weniger konsumiert. Andererseits ist natürlich auch Geld wieder übrig, was auch
sicherlich in den Konsum fließt. Also es wird dann halt was anderes gekauft von dem Geld. Und ich finde aber, dass man durch das Teilen sehr viel freier wird in dem, was man mit seinem Geld halt macht, weil man so wichtige Dinge, die man vielleicht irgendwie braucht, wie mal einen Tapeziertisch oder so, muss halt nicht jeder das Geld bezahlen. Es reicht, wenn vielleicht einer im Haus ist und sich mehrere Parteien das teilen. Und dann bist du mit deinem Geld, hast du dich vielleicht mit 5 Euro beteiligt und nicht mit 30 Euro. Und bist natürlich freier, jetzt mit dem Rest zu entscheiden, was du damit machst und wofür du es ausgibst. Deswegen finde ich es gut, wenn Dinge weniger angeschafft werden, weil Ressourcen geschont werden und die Demokratisierung der Dinge dazu führt, dass man freier wird. Okay, hat ja sonst immer gesagt, das Geld ist ja nicht weg, es ist ja nur woanders. So könnte man vielleicht sagen, das Geld ist ja nicht noch da, aber man kann es auf mehr Dinge verteilen. Okay, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen oder Erfahrungen aus dem Publikum? Oder gibt es vielleicht auch schon Fragen aus dem Netz? Nichts, Sie wollen nichts mit uns teilen. Ich wollte mal fragen, wie groß jetzt, also Kommerzialisierung und Professionalisierung ist ja nicht unbedingt dasselbe. Weil ich finde zum Beispiel, okay, ich habe Airbnb noch nicht so viel selber genutzt, bin aber darüber schon verreist, auch die Couchsurfing genutzt. Ich finde jetzt nicht auf den ersten Blick, dass Airbnb professioneller wird als Couchsurfing unbedingt, weil bei Couchsurfing gibt es ja auch so Verifizierung und so und man hat, finde ich, schon da so eine Rückmeldung. Aber also bei Airbnb ist halt die Sache, dass das Geld, dass man Geld bezahlt und deswegen vielleicht eine Sicherheit hat, dass da irgendwie, dass das ordentlich ist oder so. Wobei ich jetzt sagen muss, ich fand jetzt nicht, dass das unbedingt so ist. Also ob ich jetzt bei Airbnb oder in meiner Erfahrung war jetzt egal, ob ich bei Airbnb oder Couchsurfing bin, es kann sein, dass man da irgendwo landet, wo man eigentlich nicht gerne ist. Oder es kann total toll sein, aber das hat halt damit nichts zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Leute halt total die Rolle spielt, ob sie da jetzt Geld bezahlen oder nicht. Egal wie professionell die Plattform aufgebaut ist. Ja, ja, das stimmt schon. Also, das stimmt schon, dass man das verschieden einschätzen kann. Das ist richtig, bei Couchsurfing ist aber auch wichtig zu wissen, dass das mittlerweile nicht mehr so ehrenamtlich und selbstständig läuft. Und da weiß man halt nicht, es ist auch ein Unternehmen, es ist kein Verein, das ist auch nochmal eine andere Sache, was dann die Leute, die das im Hintergrund supporten, die Firmen, das sind glaube ich 4 große Firmen, die das unterstützen, was da noch quasi angeordnet wird, wie das dann weiterzulaufen hat. So. Aber generell denke ich, dass eben auch so große Communities nicht unbedingt kommerziell sein müssen. Das Problem ist halt, meistens muss man es dann schon irgendwie finanzieren, weil es ja doch ein Aufwand ist, das alles digital so zu koordinieren und die Webseite zu pflegen und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist ein großes Problem, weil vielleicht auch die Nutzer noch nicht verstanden haben, oftmals, wie wichtig es ist, dass sie dann vielleicht als Nutzerschaft selbst etwas betreiben, anstatt das immer an Dritte abzugeben, die das dann koordinieren. Weil dann verliert man eben die Freiheit wieder, die man vielleicht denkt zu haben. So. Beim Thema Professionalisierung, also im letzten Salon ging es ja bei uns um Privatsphäre und um Datensicherheit. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, der eventuell auch mit dem Vertrauen zusammenhängt? Also inwiefern spielt das eine Rolle, wie viel Daten ich selbst preisgeben muss, ob ich mich an sowas beteilige oder nicht? Also da gibt es, glaube ich, 2 Seiten der Medaille. Man möchte gerne viele Daten von anderen haben, um die bewerten zu können, aber selber nicht viele Daten preisgeben. Und ich denke, gerade bei Facebook, was ja auch eine Community ist und ein Unternehmen, und Informationen werden ja im Prinzip auch geteilt, ist ja das große Problem, was macht Facebook mit den Daten? Oder auch bei Uber, die dann einfach die Fahrdaten dazu genutzt haben, zu sehen, wer in New York gerade One-Night-Stands macht und so weiter und so fort. Damit waren die Nutzer auch nicht so einverstanden. Aber für viele ist dann doch wichtiger, dass sie die Dienstleistung nutzen, als dass ihre Daten da quasi weitergegeben werden. Aber offiziell sagt natürlich jeder, Datenschutz ist unglaublich wichtig. Es ist wichtig, dass AGBs da sind. Privatsphäre ist mir total wichtig. Und wenn man dann wirklich genau hinschaut, das sind dann oftmals so sozial erwünschte Antworten, kümmert das keinen. Also dann stehen teilweise hanebüchene Sachen in den AGBs und wenn man ehrlich ist, lesen es doch die meisten dann nicht. Oder bei Facebook kümmert man sich dann vielleicht auch nicht darum, dass das Bild jetzt nur von der Gruppe zu sehen ist oder ähnliches. Also ich denke, dass Privatsphäre und Datenschutz ist eigentlich wichtig und ich glaube, das wird man in Zukunft noch mehr merken. So, aber im Moment achten die einzelnen Nutzer da, glaube ich, eher auf die anderen als auf sich.
War das schon mal ein Thema bei Pumpipumpe, dass da jemand gesagt hat, was ist denn das für eine bekloppte Idee? Ich will doch nicht, dass meine Nachbarn wissen, dass ich einen Mixer zu verleihen habe. Ja, tatsächlich. Also es gab, gerade wenn wir Interviews geben, Radiointerviews oder so, gab es immer wieder Leute, die wirklich gemotzt haben. Also das ist eine scheiß Idee und man hat ja überhaupt kein Vertrauen und wer weiß, ob man das mitkriegt. Und dann erzählen die Leute so auf, was alles kaputt gegangen ist, wenn man Nachbarn was geliehen hat und so weiter und so fort. Solche Leute gibt es immer und solche Pessimisten, sage ich jetzt mal, sollten einfach der Idee vielleicht fernbleiben. Die müssen ja auch nichts teilen. Jeder kann das machen, wie er möchte. Wer Lust hat, was mit den Nachbarn zu teilen, ist einfach mal auszuprobieren, der soll das halt einfach tun und wer nicht, der nicht. Mir fiel da gerade so Homer Simpson ein, bei dem irgendwie die halbe Garage aus Dingen von den Flanders besteht, aber... Aber dass jemand auf die Idee gekommen ist, zu sagen, dass das irgendwie was mit Privatsphäre auch zu tun hat, also ich möchte meine Sachen eigentlich gar nicht teilen, also mal abgesehen davon, dass sie kaputt gehen, gab es das schon mal? Ja, also es gibt immer wieder Leute, die auch unsere Sticker sehen, wenn wir auf Messen sind und so weiter, die dann sagen, oh, das würde ich aber nicht weggeben oder so. Aber das ist ja das Schöne, man zeigt zwar eine generelle Bereitschaft, Dinge zu teilen, wenn man diese Sticker anklebt, aber man sucht sich ja auch Dinge aus, bei denen man halt wirklich bereit ist, das zu tun und andere kann man weglassen. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut, ja. Okay. Gibt es noch Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum? Ja? Ich habe meine Frage, wie... weißt du was darüber, wie dieser Rücklauf dann funktioniert? Also du hast ja gesagt, wenn das nur einer im Haus oder so nutzt, dann ist meistens funktioniert das nicht so gut. Aber wenn ich das jetzt anbringe, wäre auch der erste mal im Haus. Also gibt es da irgendwie Daten zu, wie schnell das genutzt wird oder überhaupt? Wie lange das dauert, bis dann der erste sich was auszahlt oder sowas? Also so ganz genau erfasst haben wir es nicht, weil wir wirklich keine Datenkrake sind, die alles dann irgendwie auch dokumentiert. Das überlassen wir wirklich jeder Hausgemeinschaft, wie sie es lösen möchte. Und also man kann sagen, je mehr Engagement da man reinsteckt, desto besser. Also es gibt den Erklärsticker, der das Ganze ja erklärt. Das ist ja schon mal was, dass die Nachbarn darauf hingewiesen werden. Jeder guckt ja auch mal so auf den Briefkasten, wenn man das Sticker sieht. Also die fallen schon ins Auge. Es gibt noch einen Flyer, der das ganze Prinzip erklärt. Den hängen viele mit ins Haus, dass die Leute noch besser informiert sind und vielleicht die Hemmschwelle verlieren. Es ist aber oft so, dass man selber ein bisschen aktiv werden muss. Also die Nachbarn nehmen das so zur Kenntnis und manchmal war es das auch dann so, aber vielleicht kann man selber ja auch losgehen und bei den Nachbarn mal fragen. Und die sind ja im Prinzip schon ein bisschen vorgewarnt, dass man gerne leihen und verleihen würde durch die Sticker. Und wenn man sich da einfach selber ein bisschen drum kümmert, den Nachbarn anspricht, dann klappt das eigentlich auch. Also oft wird man auch direkt angesprochen von Nachbarn. So, oh, was sind das denn für Sticker? Ich habe die ja gesehen. Und durch diese Gespräche lernt man die Nachbarn eigentlich, die man oft ja gar nicht kennt, besser kennen. Und dann kommt es eigentlich ganz gut ins Rollen. Also bei mir hat es auf jeden Fall so funktioniert. Und ich bin auch die Einzige, die diese Sticker hat, aber... Durch diese Bereitschaft ging es einfach jetzt hin und her. Und mittlerweile weiß ich so aus dem Kopf, was die Nachbarn haben und was nicht. Ich hätte noch eine Frage. Wir haben jetzt ja über Couchsurfing und Airbnb zum Beispiel schon gesprochen. Einmal sozusagen die kostenfreie und einmal die Variante, die was kostet. Hast du schon mal davon gehört, dass jetzt irgendwie jemand gesagt hat, okay, ich verleihe meine Bohrmaschine, hätte aber gerne einen Euro dafür oder sowas. Also dass auch da sozusagen dieser Faktor des Bezahlens wieder eine Rolle spielen könnte? Ja, also es gab schon Kommentare, dass genau die Leute das gefordert haben, ne, oder gesagt haben, oh, da würde ich aber Geld für nehmen. Im Prinzip kann das ja jeder machen, wie er möchte. Also vielleicht möchte auch jemand einen Pfand nehmen, weil er was besonders Wertvolles verleiht und nicht genau weiß, ob das zurückkommt oder ob es beschädigt zurückkommt. Das kann jeder machen, wie er will. Also so wie wir früher geteilt haben und da vielleicht auch unter Bedingungen, kann das jeder machen. Also es ist nicht darauf ausgelegt, dass man sich daran bereichert. Aber wenn man das Gefühl hat, dass sich vielleicht Dinge abnutzen dadurch, kann man vielleicht durchaus so eine Gebühr auch berechnen, warum nicht? Da soll man echt kreativ werden und das Prinzip so nutzen, wie man es für sich gerne hätte. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, wie sieht es denn eigentlich im Bereich Jobsharing aus? Also habt ihr dazu Informationen, weil gibt es irgendwie in Frankreich so ein Netzwerk, dass man halt Dienstleistungen anbietet, zum Beispiel ich schneide jetzt einen Hacker und dafür kommt dann der Klempner und fixt mir ein Rohr oder so, und gibt es das hier auch? Und wenn ja, wie wird das hier angenommen? Also, wie gesagt, also ich habe jetzt auch nicht den Netzwerknamen im Kopf, aber vielleicht, ja, nein. Lisa, du nickst schon so? Also ich habe genauso viel Halbwissen wie du. Ich weiß, dass es das gibt und dass es das auch in Deutschland schon gab. Wie gut das funktioniert, kann ich nicht sagen, aber man konnte so Fleißpunkte sammeln sozusagen. Also man hat in dieser Community, alle haben sich angemeldet, hat man vielleicht irgendwie 3 Fleißpunkte gesammelt und
eine gewisse Dienstleistung ist eine bestimmte Fleißpunktanzahl wert, sodass man halt von jemand anderem die dann bekommt. Nicht unbedingt ein direkter Tausch, also ich tue dir einen Gefallen und tust mir einen, sondern das geht so ein bisschen, die Community vergrößert sich damit so genau. Finde ich eine tolle Idee und wird uns auch vorgeschlagen. Also wenn wir Sticker verschicken, antworten die Leute auch so, oh, ich würde auch total gerne für meine Nachbarn einkaufen gehen oder solche Sachen. Also das ist total toll. Die Bereitschaft ist definitiv da. Das spüren wir ja auch, dass die Leute wollen, dass diese Alltagsgegenstände irgendwie ausgeweitet werden. Also die wollen ganz witzige Sachen verleihen und die wollen auch, ja, die wollen wirklich Dienstleistungen auch teilen. Ich glaube, da ist ein großes Potenzial, ja. Ja, Julia, du hattest auf unsere Frage, welche Pumpi-Puppe-Sticker es noch nicht gibt, Omas, Ehepartner und Haustiere geantwortet, glaube ich. Das wäre ja vielleicht dann auch noch nie eine Idee. Aber da vorne, Anna, du hattest noch eine Frage. Ich wollte sagen, es gibt auch in Jena. Also es gibt den Tauschring, den seit einigen Jahren, und da gibt es auch Dienstleistungen zu vertauschen. Also zum Beispiel auch, wenn du sagst, gut, ich helfe zum Beispiel älteren Herrschaften beim Einkaufen und okay, ich habe jetzt vielleicht nicht für dich, aber da gibt es schon auch diesen Tauschprozess auch in Jena. Das dazu, aber ich habe auch noch eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Gerade im Bereich Online-Communities sehe ich das irgendwie überhaupt nicht mehr. Also ich sehe das vielleicht als ideal, aber gerade du, Julia, die dich mit Mitfahrgelegenheiten beschäftigst, hast du da irgendwie das Gefühl, dass es Leute gibt, die das deswegen machen, oder das ist wirklich nur so ein Kosten-Nutzen-Ding? Also in der Befragung, die ich gemacht habe, das waren so 800 Menschen, warum sie dann Mitfahrgelegenheiten nutzen oder nutzen würden. Und da war die Hauptantwort von allen Geld sparen. Und es wird ja damit geworben, dass man da eben ökologisch nachhaltig eben auch ist. Das finden die Menschen dann schon gut, ist aber bei den allermeisten kein Grund. Also ich glaube, vielleicht war das am Anfang so. Aber ich denke auch, dass es da auch vielleicht ein bisschen wieder so ein Stück zurückgehen muss, wie auf die lokale Ebene, dass man eben versucht, nicht nur danach zu gucken, wie kann ich Geld sparen und wie werden allgemein Ressourcen geschont. Es stimmt ja auch, dass es, wenn weniger Menschen fahren, dann wird schon weniger CO2 ausgestoßen und so, aber ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so den Unterschied macht, wie man am Anfang erwartet hatte bei der Idee. Ja, also ich glaube, Nachhaltigkeit ist da schon ein Problem, weil es eben dann doch nur so halbherzig gemacht wird und das Geld dann doch eine größere Rolle spielt. Ich denke, das nicht. Also in meinen Augen ist es irgendwie auch so ein gegenläufiger Prozess. Also mehr Leute nutzen eine Fahrgelegenheit und deswegen fahren sie ja nicht weniger Auto. Also es ist eben, wenn man es jetzt aus der Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet, für mich genau, ist total skurril. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das mit Mitfahrgelegenheiten zu Nee, ich würde auch nicht unbedingt sagen, digital ist besser. Ich würde sagen, digital ist effizienter und schneller und kann genauso nachhaltig sein, wenn man es vielleicht teilweise anders organisieren würde. Also ich denke, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Mitfahrgelegenheiten lange so genutzt hat, wie das eben jetzt läuft, würde ich jetzt persönlich sagen, okay, ich würde auch wieder ein paar Anhalter fahren, also einen Schritt zurück, oder würde einfach mal, wenn da jemand steht, wenn man meinetwegen bei einem Konzert ist oder so, kann man ja auch fragen, suchst du noch eine Mitfahrgelegenheit, so in die Richtung, dass man eben weiß, passiert da nichts. Aber so wie es jetzt läuft, wenn man jetzt sich die Carsharing-Zahlen ansieht, da geht es schon meist darum, dass große Konzerne da auch echt eine Menge Geld mitverdienen, indem sie diese Autos bereitstellen. Und eigentlich sagt man so, auf ein genutztes Carsharing-Auto kommen 10 normale, also es werden quasi 9 Autos eingespart. Ich habe aber auch schon gehört, dass es eben so ist, dass dann Leute Auto fahren, die das sonst nicht gemacht hätten. Also die sagen, ich habe jetzt eins zur Verfügung, gut, dann fahre ich jetzt halt damit statt mit dem Zug oder so. Darf ich jetzt fragen, um welches Carsharing es geht? Also ich komme selber aus der Carsharing-Branche und da muss man meiner Meinung nach sehr differenzieren. Ja, also wenn es um große Konzerne geht, um kleinere Anbieter bis hin zu Vereinen, mittelständischen Unternehmen und so weiter. Also da wäre ich sehr vorsichtig, den Entwurf also möchte ich gerne machen. Ja, gerne. Ja, und ob die Großen damit schon Geld verdienen, das sei auch dahingestellt. Also wir haben gerade eine große Ausrollphase von Angeboten, also Fahrzeuge einfach in die Städte zu pumpen, um auch die Marke zu etablieren.
das weiß noch keiner, was da für ein Geschäft bzw. was da mit Kerngeschäft ist. Ne? Ja, zumindest wird vermutet von einigen Großen wie Flinkster, dass eben viel Geld zu verdienen wäre. So. Also das ist ja schon so ein Innovationspotenzial, was jetzt nicht nur auf ökologischer Basis bekommt. Aber gerade Flinkster baut seine Angebote teilweise schon wieder zurück. Ne? Also die eigenen Angebote. Ja. Muss man auch sagen. Also, warum wird das nicht genutzt? Das wird schon genutzt, aber die Frage ist eben, welche Rolle man sich als Konzern der DB gibt. Ja? Ob man eher selber Anbieter sein möchte oder ob man eine Integratorenrolle einnehmen möchte, also die Rolle eines Vernetzers, einer Mobilitätsplattform. Also da gibt es einfach unterschiedliche Ansätze, das ist auch in der Diskussion, aber also gerade in Berlin ist es jetzt wohl so, dass Flinkster von der Vielzahl an Stationen in Berlin auch wieder zurückgeht zu Hubs, also gerade im Bahnhofsnähe, aber nicht mehr dieses große dezentrale Netz anbieten wird. Lisa rutscht schon die ganze Zeit so im Sessel hin und her, das Mikro. Also ich muss dir da zustimmen, dass, glaube ich, gerade ganz viel experimentiert wird und herausgefunden, was funktioniert. Also ich habe einige Freunde, die das Auto abgeschafft haben, weil es diese Carsharing-Angebote gibt. Und ich glaube schon, dass das ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit ist, gerade in den Städten, die überfordert sind. Ich finde aber vielleicht auch, dass zentralen Mitfahrergelegenheiten, so die größer werden, vielleicht auf den zweiten Blick dann die Nachhaltigkeit fördern. Nämlich, wenn im Moment ist es, glaube ich, noch das ökologischste, mit der Bahn zu reisen. Und die Bahn kriegt natürlich Einbrüche, weil die Leute halt über Mitfahrgelegenheit viel fahren und so weiter und so günstig reisen, ist dann aber auch wieder gezwungen, vielleicht selber Angebote zu schaffen, die wieder interessant sind, sodass es vielleicht im zweiten Schritt wieder mehr Leute gibt, die sich dann auf solche Wege wieder begeben, wieder mit der Bahn fahren und dadurch sehr ökologisch reisen, weil sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Mitfahrgelegenheit gemacht haben oder ja, einfach andere Angebote wieder günstiger sind. Dann spielt vielleicht das Geld wieder in erster Linie eine Rolle für die persönliche Entscheidung, welches Verkehrsmittel ich wähle. Trotzdem hat dann die Nachhaltigkeit vielleicht wieder gewonnen. Also weil andere gezwungen sind, sich dann anzupassen, ja. Wäre Share Economy dann quasi so eine Übergangsdruckmittel, um Unternehmen zu zwingen, effizientere, bessere Angebote zu machen? Ja, ich glaube, dass die Shared Economy noch viel verändern wird. Also man sieht das ja zum Beispiel in Autoherstellern, die plötzlich anfangen, Carsharing zu etablieren in den Städten. Und eigentlich müsste ihnen ja sehr viel daran gelegen sein, weiter Autos zu verkaufen, statt sie zu teilen. Und da sieht man ja schon, dass ein gewisser Druck entsteht, die Dinge anzupassen, ja. Ja, also ich glaube auch, dass es ökologisch Sinn macht, Sachen zu teilen. Aber, und das finde ich auch generell ganz gut. Was ich nur wirklich so anprangern würde, ist, dass man eben genau darauf achten muss, wie sich das entwickelt und wer das entwickelt und wie das weitergeht. Weil ich meine, große Unternehmen, die sich darum kümmern, eben auch in den Carsharing-Markt reinzukommen, denen geht es ja nicht um den ökologischen Faktor, also wenn man jetzt sieht, die großen Automarken, sondern da geht es darum, wie kann ich immer noch am Ball bleiben. Dann werden halt vielleicht Daten weiterverkauft. Die sind ja eben genauso wertvoll wie Autoteile. Ja, also das ist so mein einziger Einwand, dass man eben gucken muss, wie es läuft und was wirklich dahinter steht. Natürlich ist es besser, es teilen sich Menschen Autos, das ist ja sowieso ein großes Problem weltweit auch. Gerade wenn in China jeder ein Auto hätte, das wäre ja natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte und dann muss es Veränderungen geben. Also so kann es ja nicht weitergehen, aber dass da eben vielleicht auch mehr drauf geachtet wird. Und deswegen sind wir auch heute hier und diskutieren das auch, dass dann eben das nicht einfach so hingenommen wird und ja, jemand anderes macht das, sondern dass man da auch selber sich einbringt. Also da will ich auch ganz gerne nochmal einen Einwurf machen, den ja, ich darf. Also gar nicht nur zum Thema Carsharing, sondern ich glaube, die Frage der Nachhaltigkeit hängt auch sehr stark zusammen, also meiner Überzeugung nach, was ich als Nutzer eigentlich will, woher mein Bedürfnis eigentlich kommt, Dinge zu teilen bzw. nicht zu entmaterialisieren, ja, also von dem Besitz von Dingen wegzugehen. Da ist bei mir auch ein Fragezeichen ein großes. Das eine ist natürlich zum einen der Bedarf. Ich habe keine Bohrmaschine, will mir keine kaufen, weil es zu teuer. Also gucke ich irgendwie nach günstigen Lösungen, ja, oder einer günstigen Lösung, um von A nach B zu kommen. Ja? Also der reine Nutzungsaspekt. Das geht aber natürlich gerade weiter, also gerade bis hin zu höheren Gütern, Wohnungen, Auto und so weiter, die wirklich teuer sind, wo ich mir überlegen muss, mache ich die Anschaffung und bis hin zur Wahl des Wohnstandortes eigentlich. Ne? Also brauche ich da ein Auto, brauche ich da kein Auto. Also es hat sehr weitreichende Folgen, die jetzt nicht nur immer aus der Not herausgeboren sind, sondern die wirklich auch bewusste Lebensentscheidungen sind. Und da wäre meine Frage, also
Kann man auch ein bisschen davon ausgehen, dass wir es mit so einer Art, blödes Wort, mir fällt kein besseres ein, einer Art Obeliszenzskepsis zu tun haben? Also einfach die Erfahrung, Computer veralten viel schneller, Dinge, Autos und so weiter sind in weniger Jahren überhaupt noch was wert, ja? Kosten aber trotzdem mehr als früher. Ja? Überhaupt diese Ermüdung, ist so Ermüdungserscheinung, muss ich mir das überhaupt anschaffen, kann ich das nicht nutzen, gibt es da nicht Anbieter, die mir das zur Verfügung stellen? Aber, und das ist sozusagen der Gegenpart, wenn ich dafür zahle, habe ich dann nicht auch eine höhere Erwartung an das Produkt? Ja? Habe ich dann auch nicht eine höhere, also wenn ich mit Daten bezahle oder wenn ich mit Geld bezahle, ja, steigt damit nicht auch meine Erwartungshaltung und stellt das auch aus eurer Sicht nicht dann auch die Nachhaltigkeit in Frage, also gerade diese Erwartungshaltung. Ja? Muss ich mich nicht einfach auch als Nutzer fragen, was will ich nicht nur nicht besitzen, sondern was will ich wirklich nutzen oder nicht nutzen und wie? Ja? Das war jetzt eine sehr lange Frage mit einem sehr großen Bogen. Wer von euch möchte dazu was sagen? Du! Ich muss auch sagen, ich finde das Wort Obeleszenz, Skepsis, sehr schön. Ja, also ich denke, der Nutzer sollte sich da sowieso einige Fragen stellen, ob er das wirklich braucht. Geteilt wird natürlich auch, weil es eben nötig ist in manchen Situationen. Also es gibt auch in den USA Plattformen, die einen Aufstieg bekommen haben, als die Wirtschaft eben in der Rezession war. Und es gibt eine Plattform, da kann man eben eine Dienstleistung anbieten. Das wird so beworben, dass man eben Studentenrentner, die zu viel Zeit haben, die können dann nebenbei noch mal ein bisschen tapezieren und so. Aber eigentlich lief es dann doch so, dass Leute, die wirklich keinen Job mehr hatten und keinen gefunden haben, da sich unter Wert verkauft haben. Und da muss man sich vielleicht überlegen, okay, bin ich jetzt der Nutzer, der das möchte, dass ich jetzt preiswert da diese Dienstleistung teilen kann, annehmen kann, oder hätte ich das vielleicht so auch nicht gemacht? Also ich glaube, dass da die Mehrzahl der Nutzer leider noch nicht so weit ist, sich da Gedanken drüber zu machen, weil es ja doch viel einfacher ist, man hat einen Anbieter, hat da eine Versicherung zum Beispiel auch, bezahlt was und dann ist klar, wenn ich bezahlt habe, dann bekomme ich etwas. Vertrauen ist eben eine Währung, die nicht so leicht einzufordern ist. Und das macht, glaube ich, vielen auch Angst. Und deswegen greifen sie auf so herkömmliche Mittel. Ja. Ich hätte noch eine Anmerkung dazu. Ein anderer Aspekt, geteilte Sachen zu nutzen, ist ja auch, dass ich die Verantwortung für das jeweilige Produkt nicht habe. Das heißt, ich muss die Bohrmaschine irgendwo unterstellen oder Platz dafür freiräumen, ich muss die nicht warten, ich muss die nicht bauen, ich muss nicht vorher recherchieren, welche Bohrmaschine ich mir kaufe, sondern ich kann diese ganze Verantwortung von jemand anderem mitnutzen. Also das würde ich sagen, zählt noch mit Vertrauen zu, dass ich auch bei größeren Sachen, wenn ich mir einen Rasenmäher ausleihe, diesen ganzen Verantwortungsaspekt leisten muss. Und den hat schon mal jemand gut gefunden und das, finde ich, ist immer ein guter Vertrauensaspekt auch dann wieder. Ja, da würde ich gerne vielleicht von dir wissen. Es gibt halt unheimlich viele Plattformen, wo Sachen verdient werden oder wo Menschen bei anderen Menschen schlafen, bei Airbnb, da ist man versichert. So. Ich glaube, beim Carsharing bezahlt man ja auch eine Versicherung mit, wenn man das dann nutzt. Aber bei euch ist es ja schon so, dann ist man nicht versichert. Also was passiert, wenn jetzt wirklich was kaputt geht? Also ihr könnt ja keine Verantwortung übernehmen. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, wie man das ändern könnte, oder ist das eigentlich kein Problem, weil eigentlich viele Leute das bei anderen Sachen einfordern? Das finde ich eigentlich das Schöne und Erfrischende an Pumpipumpe, dass wir uns nämlich nicht mit AGBs und Verantwortung rumschlagen müssen, sondern funktioniert das nicht? Sondern dass wir eigentlich die ganze Zeit auf den gesunden Menschenverstand bauen. Und es gab sehr viele Jahre ohne Internet und ohne Sternchenbewertungen und so weiter, wo es auch funktioniert hat, dass man sich Sachen geliehen hat und sie wieder zurückgegeben. Und wenn was kaputt geworden ist, dass man halt einfach selber die Haftung dafür übernommen hat. Das regelt wirklich jeder so, wie er möchte. Und für manche ist das die große Hemmschwelle, Dinge sich überhaupt zu leihen. Aber eigentlich finde ich es sehr schön, dass man sich nicht
durch viele Seiten eines Portals klicken muss oder überlegen muss, was haben andere über das Portal gesagt, funktioniert das und wie bin ich versichert und vielleicht Portale vergleichen, bei welchem möchte ich eigentlich hin. Ich leihe mir einfach den Hammer beim Nachbarn und wenn ich ihn kaputt mache, dann ersetze ich ihn, also im Notfall, oder man einigt sich irgendwie. Und eigentlich finde ich, dass man bei diesem direkten Verleihen auch viel mehr zurückbekommt. Also die Nachbarn sind so dankbar. Zum Beispiel hat mich eine Nachbarin hat mich neulich gefragt, ob ich noch Bier hätte im Kühlschrank. Sie würde sich gerne was leihen, weil der Kiosk zu hätte. Und dann habe ich ihr also 3 Flaschen Bier geliehen. Am nächsten Morgen hatte ich 6 Flaschen neben der Tür stehen, die ich zurückbekommen habe. Also diese Dankbarkeit wird auch ausgedrückt. Und eigentlich mache ich eher über positive Erfahrungen als negative damit. Ist das nicht in dem Sinne das Prinzip der moralischen Versicherung, will ich es mal nennen, dass du einfach genauso denkst, ich biete ja jetzt beim Beispiel von Pumpe, biete ich jetzt ein paar Sachen an, die ich verleihen wollte und sehe auch andere Sachen, dass ich mir denke, dass meine Versicherung ist, wenn ich mir jetzt den Hammer ausleihe und kaputt mache, ist blöd und würde Ersatz dafür schaffen, weil wenn ich jetzt selbst einen Hammer verleihen würde, und der ginge kaputt, der würde ich ja auch irgendwie, würde ich ja auch nicht schön finden. Also einfach, das ist doch genau das Grundprinzip ein bisschen. Ne? Genau, da gebe ich dir recht. Also das Ding ist, wenn du deinen Nachbarn deinen Hammer leihst, es wird immer irgendwie so sein, dass die sich wahrscheinlich auch mal was bei dir leihen. Und da das so ein wirklich diese Peer-to-Peer-Geschichte ist, also wirklich du und der Nachbar und das immer hin und her geht, geht man einfach gut mit den Sachen um, weil man ja weiß, wenn man was kaputt macht von dir, vielleicht machst du das nächste Mal auch was kaputt. Und bei Airbnb und so weiter biete ich vielleicht eine Wohnung von jemandem oder wohne in seiner Wohnung, aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass er in meiner Wohnung mal wohnen wird. Und deswegen auch wieder so ein Vertrauensding, was, glaube ich, schwierig ist. Und das ist bei den Nachbarn einfach halt genau anders. Ja. Ich habe jetzt gelernt, ich kann mir jetzt ein Post-it nehmen, da draufschreiben, Staubsauger, Fahrradknochen, Föhn, ein anderes zum Verleihen und mir das an meinen Briefkasten packen. Ja. Ich finde das echt, also wenn das tatsächlich auch so gekommen ist, eine total simple Geschichte und einfach nachzubauen, so zumindest das Prinzip. Ja? Ja. Genau. Und irgendwie habe ich es noch nicht gemacht. Mein Briefkasten ist leider auch nicht mehr keine Werbung, deswegen ist der immer voll. Aber das ist tatsächlich, das finde ich wirklich ein tolles Ding, weil was ich gerade mit meinem Föhn mache, ist, ich entstaube den und freue mich, wenn ich ihn 2-3 Mal, wenn es wirklich kalt draußen ist, benutze. Ob ich dann früh um 7:30 dann jemanden, weil es dummerweise doch kalt draußen ist, ich dann zu jemandem gehen würde, um den Föhn zu holen, ist nochmal die andere Frage. Ja? Aber tatsächlich, ich hatte es so entdeckt, das ist die zweite Ebene. Pumpi-Pumpe, ich habe es noch nicht ganz akustisch verstanden, für mich macht vor allen Dingen beides Sinn, das ist irgendwie was damit zu tun hat, Zerstärkung des Sozialkapitals im klassischen, sozialwissenschaftlichen, wie auch immer, Sinn zu tun hat. Also im Prinzip das Sharing, das Teilen von Gegenständen eigentlich nur ein Mittel ist, um, zumindest habe ich das so unterschwellig von dir auch oder von Ihnen auch immer wieder rausgehört, man unterhält sich dann, ja, und man kennt dann die Leute, man weiß dann auch was über den oder die andere. Und im Wohn, ich will nicht von Silos sprechen, aber in anonymisierten Vorstadtsiedlungen, und das müssen nicht Neubauwerk sein, das können auch Eigenheime mit Mauern drumherum sein, finde ich das tatsächlich so ein Punkt, finde ich eine tolle Sache. Ja. Genau, also einfach so als Meinung. Jetzt als Frage, Entschuldigung, wenn ich wiederum vertraue, sei irgendwie kulturabhängig, wo ich dann manchmal auch denke, Mensch, in Dänemark steht dann irgendwie die Brüllkiste vor der Hofeinfahrt und daneben ist halt eine Sparbüchse, wo man was reintun kann, um sich gegebenenfalls auch Wechselgeld auszutun. Und ich weiß nicht, hier sehe ich das maximal mit Blut zum Selbstschneiden. Kann jemand da noch was zu sagen, weil zum Teil ja gewisse Sachen auch über, Gott sei Dank, übernational funktionieren? Hat da unsere kleinbürgerlich piefige Biedermeier deutsche Kultur was damit zu tun? Oder ist es doch nicht so einfach, also die Kulturabhängigkeit von Vertrauen, um es vielleicht zusammenzufassen?
Wenn ich antworten darf, ja. Also ich finde, das ist ein schönes Beispiel mit Dänemark, dass die Sachen draußen stehen. Bei uns zu Hause in Niedersachsen war das auch immer so, dass wir Hofläden hatten und nicht nur Blumen zum selber schneiden, sondern man sich auch Eier oder Kartoffeln mitnehmen konnte. Man hat einfach das Geld vertrauensmäßig hingelegt. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt, muss man sagen. Ich glaube, das ist vielleicht von Land zu Land unterschiedlich, aber auch vielleicht so vom Einkommensstandard oder so. Man merkt irgendwie, dass, also haben wir bei den Stickerbestellungen gemerkt, dass extrem viele Leute, wo man das Gefühl hat, die haben vielleicht weniger Geld oder so, sehr, sehr viel bestellt haben, weil die Bereitschaft zum Teil bei denjenigen, die weniger haben, viel größer war als bei denen, die alles haben. Und eigentlich sollte man ja meinen, je mehr Dinge man hat, desto besser kann man irgendwie mitmachen bei dem Prinzip und so besser kann man teilen. Das war eigentlich ein ganz anderer Fall. Also wir hatten, also die meisten Bestellungen kamen aus Berlin und da haben ganz viele Leute echt zwei Sticker bestellt. So den Erklärsticker und dann irgendein Gerät. Und die hatten aber richtig Lust mitzumachen. Und in Hamburg, wo die Leute durchschnittlich vielleicht ein bisschen mehr Geld haben in manchen Gegenden, wo man das einschätzen konnte, wenn man die Viertel vielleicht kennt, die haben irgendwie alle Sticker bestellt, weil sie scheinbar alles haben, aber da kam halt echt wenig Bestellung. Also eigentlich könnte man sagen, je weniger die Leute besitzen, desto mehr sind sie bereit, das Wenige, was sie haben, auch noch zu teilen. Ja. Julia, du hast ja eben schon gesagt, die Kulturunterschiede sind eine spannende Sache, dann doch nicht beim nächsten Mal, sondern doch schon heute. Wie ist denn das mit den Kulturunterschieden? Da kann ich eigentlich auch nur mutmaßen. Also ich glaube, da gibt es relativ wenig Vergleiche. Ich weiß von einer Studie, die Japan und die USA vergleicht. Und da war es eben so, dass Amerikaner tatsächlich vertrauensbereiter waren als Japaner. Und da ist ja die Distanz zwischen den Menschen eigentlich schon noch größer. Und dann war das in dem Vergleich. Aber man muss natürlich immer vorsichtig sein, um was es da eigentlich geht. Ja, in skandinavischen Ländern hat man vielleicht einen größeren Gemeinschaftssinn, wenn man jetzt so das, die gesellschaftlichen Systeme betrachtet, aber da bin ich wirklich auch kein Profi, also das müsste man auch genauer untersuchen. Und das Problem ist halt immer, wie erfasst man Vertrauen? Also heißt das dann, stelle ich sowas hin und mache eine Kasse des Vertrauens, das gibt es ja auch, das gibt es in Jena eigentlich auch relativ oft, wo das dann auch über Spenden läuft statt Eintritt und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss man auch sehr milieuspezifisch schauen, wie das funktioniert. Bei Couchsurfing sind es ja schon meistens Studenten und junge Leute, die auch vielleicht noch offener sind. Bei Airbnb ist es so, dass die Mehrheit eben mittelständische Menschen sind, die auch bereit sind, mehr für eine Unterkunft zu bezahlen. Also diese mittelpreisigen laufen eigentlich am besten. Und da wird auch am meisten geschlafen. Und ich denke, jemand klebt eben weniger Sticker ran, obwohl er mehr hat, also so ungefähr war jetzt die Logik, weil da vielleicht Besitz wichtiger ist. Also wenn ich viel anhorte, ist mir das wichtig und dann möchte ich es auch nicht teilen, weil es vielleicht noch ein Teil meines Statussymbols ist. Also so kann ich mir das erklären. Aber zu den kulturellen Unterschieden kann ich leider jetzt keine fundierte Äußerung machen. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht weniger ein Kulturding ist als eine Stadt-Land-Verteilung, weil in den ländlichen Gegenden hatten wir oft so das Feedback, wenn wir so unsere Sticker gezeigt haben, ach, brauche ich nicht und ich weiß sowieso, was die Nachbarn alle haben und wir leihen uns ja sowieso alle ständig. Und das ist was in den Städten, diese Transparenz ist nicht so da, die Anonymität ist größer, deswegen ist Teilen, glaube ich, steht noch ein bisschen hinten an. Da versucht nun Pumpi-Pumpe diese Lücke zu schließen und eben diese Dinge doch wieder transparent zu machen, um sie zu demokratisieren. Und je ärmer die Gegenden sind, desto mehr wird, glaube ich, auch geteilt. Einfach, weil man den Besitz nicht so hat. Und die Notwendigkeit des Teilens einfach da ist. Hier war jetzt noch eine Frage. Also ich glaube, erfahren zu haben, dass in den skandinavischen Ländern halt einfach eine Wohlstandsfrage ist. Dass man da weniger das Gefühl hat, Nutzen nicht so, um den Kinder zu haben. Und deswegen eher bereit ist, auch was zu geben. Weil es sozial gerechter oder wohlhabender an sich ist. Wobei, da würde ja das, was Lisa gerade gesagt hat, eher dagegen sprechen, wenn sie sagt, also gerade in Gegenden... in Skandinavien habe ich das Gefühl, dass es da im Wohlstand auch viel liegt. Wobei das ja mittlerweile auch gar nicht mehr so ist, also dass die skandinavischen Länder alle so viel wohlhabender sind. Da wäre ich jetzt ich persönlich wäre da jetzt vorsichtiger. Ich würde da auch ein bisschen Julia beistimmen, dass man differenzieren muss, weil ich, wenn man jetzt wieder auf Mitfahrgelegenheiten zum Beispiel guckt oder Couchsurfing, weiß ich, da könnt ihr mich auch korrigieren, es ist ja eigentlich ein auch sehr deutsches Phänomen, dass diese Plattformen auch geschaffen wurden. Mitfahrgelegenheit ist ja eine deutsche Plattform.
Und ich war jetzt ein Jahr in den USA und bin auch viel in Norwegen. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich da sehr oft kritisch gefragt werde, warum ich das überhaupt mache und sie das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass ich solche Plattformen nutze. In den USA war ich sehr erfolgreich bei Couchsurfing, das ist total einfach, obwohl das fast kein Amerikaner irgendwie nutzt. Also ich habe auch das Gefühl, dass das sehr viele Ausländer und Touristen in Anspruch nehmen. In Norwegen ist es so, mit Airbnb und Couchsurfing muss man da gar nicht erst ankommen. Da gibt es tatsächlich zwar die Profile, aber es gibt vielleicht einen Anbieter im ganzen Land oder so. Also es ist wirklich sehr schwierig, da unterwegs zu sein, sei es mit Mitfahrgelegenheit oder mit Couchsurfing. Also das ist jetzt natürlich meine subjektive Erfahrung, aber ich finde, das kann man gar nicht jetzt irgendwie so spezifisch mit den Kulturen verbinden, weil also diese Straßenobstverkäuferständchen gab es in Norwegen, die gibt es in Ungarn, die gibt es in Deutschland. Das würde ich auch eher auf so eine Stadt-Land-Thematik machen. Aber tatsächlich, wahrscheinlich gibt es natürlich kulturelle Unterschiede, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Norwegen generell oder so, ich kann jetzt nur über Norwegen sprechen, besser funktioniert, weil da alle reicher sind oder so. Also es ist einfach ein anderes System und vielleicht auch da tatsächlich die Kultur, dass sie sowas nutzen wollen oder ob sie sowas halt nicht nutzen wollen. Da würde ich dir gerne widersprechen, weil ich bin noch ganz Norwegen mit Couchsurfing gekommen. Okay. Das ist ganz üblich. Okay. Da gibt es ja viele Menschen, die das machen. Das ist nicht immer dasselbe. Ich glaube, da ganz hinten war eben noch eine Meldung, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, also ich wollte fragen, das ist, also wir haben ja sehr oft dieses Publikum auch mit Airbnb und diesem Carsharing verglichen, wo man jedoch aber auch für den Service bezahlt. Meinen Sie nicht, dass man da eigentlich nochmal differenzieren müsste, weil man eben erstmal dafür, weil man Geld bezahlt und weil man auch mehr persönliche Angaben macht, ich weiß nicht, dass man das nicht so direkt vergleichen kann, auch wie die Leute das nutzen. Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Weg des Sharings und des Teilens, auf jeden Fall, da muss man sicherlich Unterschiede machen und da ist, glaube ich, sind wir noch ganz am Anfang zu sehen, wer sind so die Anbieter, worauf wollen wir hinaus, wir sind ja zum Beispiel ein Verein, also wir arbeiten überhaupt nicht gewinnorientiert, das ist in den anderen Fällen anders und ich glaube, dass man da große Unterschiede machen muss, dass man auch erstmal jetzt sehen muss, welche Modelle funktionieren und es gibt auch einige, die halt einfach schon wieder eingestellt wurden, weil es nicht geklappt hat. Wir sind in einer großen Phase des Experimentierens und ich kann eigentlich nur alle dazu aufrufen, mehr zu teilen und es mal auszuprobieren und selber mal Erfahrungen zu sammeln und die Erfahrungen zu teilen und dass wir uns vielleicht in eine Richtung bewegen, wo wir die vielleicht eher, also im Moment wird oft in den Medien auch so ein bisschen sortiert in die Bösen und die Guten in dieser ganzen Branche und dann wird sie von den einen schon wieder totgesagt, von den anderen ist die Shadow Economy irgendwie so das große Halleluja. Das ist, glaube ich, alles gerade in einer ganz, ganz spannenden Phase und je mehr Feedback wir da bekommen und je mehr Leute wirklich versuchen zu differenzieren, desto eher können wir auch da als Gesellschaft davon profitieren. Also ich finde, ich hätte jetzt den Vorschlag, dass man das vielleicht nicht als Share Economy bezeichnet, weil mir liegt da ein bisschen zu sehr der Fokus auf Economy, was jetzt dieses Airbnb zum Beispiel wäre. Da geht es ja wirklich eigentlich um Economy, wenn man da ehrlich ist, und bei euch vielleicht eher um Community oder irgendwie eine andere Form von Sharing, so dass das mehr im Vordergrund steht. Und da denke ich, da wird es auch Zeit, dass da differenzierter rangegangen wird. Also in Feuilletons und in allen großen Zeitungen wird noch darüber diskutiert und Sascha Lobo kritisiert den Anbieter und Uber ist eben was ganz anderes als Pumpi-Pumpe und das tut dringend Not, dass da eben mal neue Begriffe auch kommen. Also ist ja jetzt eigentlich kein Neuland, also die kann ich da natürlich schon, aber ja, also das ist natürlich immer so ein Problem, wenn es zu einem Trend wird, der ja eigentlich nun auch schon einige Jahre alt ist, was im Internet eine Ewigkeit ist, sollte man vielleicht gucken, dass man da neue Begrifflichkeiten findet. Und ich denke, so ist es auch ein bisschen bei Couchsurfing und Mitfahrgelegenheit, dass diese Trends eben langsam rüberschwappen. Ich glaube, vor 15 Jahren hätte das in Deutschland mit den Mitfahrgelegenheiten vielleicht noch nicht jeder gemacht. Und bis eine kleine Gruppe angefangen hat und dann, ja, dann aus irgendeinem Grund wurde es dann halt sehr erfolgreich. Und da spielen ja verschiedene Sachen eine Rolle. Ich meine, in Norwegen gibt es eben nicht so viele Menschen und die Entfernungen sind sehr groß. Das heißt, es gäbe vielleicht auch nicht so viele Mitfahrgelegenheiten und so weiter und so fort. Weil ich kann mir vorstellen, dass mit dem richtigen Marketing mehr oder weniger das auch in Norwegen funktionieren würde. So. Für mich ist der Trend irgendwie
eher weg von den Online-Communities. Wenn ich mir Couchsurfing angucke, denke ich mir, das war mal aktiver und das ist irgendwie schon ein bisschen gestorben. Und bei Mitfahrgelegenheit ist es irgendwie auch, dass weniger Angebot jetzt stattfindet als vor einigen Jahren, als es noch ohne die 11% war, die die Anbieter abgeben müssen. Und ich sehe den Trend jetzt eher in lokalen Communities und so lokalen Projekten wie Pumpi Pumpe, was es jetzt nicht gibt, aber in Jena gibt es auch verschiedene lokale Projekte. Es gibt gemeinsame Gärten, es gibt gemeinsame Repariercafés und das kommt jetzt eher auf. Und das sehe ich gerade eher als Trend als die Online-Sachen. Ich weiß jetzt nicht, was es noch so für andere lokale Sachen gibt, von denen ihr vielleicht kennt. Oder zum Beispiel haben wir lange nach analogen Communities wie Pumpi Pumpe besucht. Ob ihr da vielleicht noch auch was kennt, weil das vielleicht eher gerade das Neue ist. Also ist das so, geht es von digital eher zurück zu regional? Ich glaube, das ist was ganz anderes ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man viel digital ausprobiert hat und von vielen Dingen einfach genervt ist, weil man doch merkt, vielleicht welche Mechanismen dahinter stecken und sich auf gut Deutsch vielleicht von manchen Anbietern auch verarscht fühlt und einfach keine Lust mehr drauf hat, sodass man sich vielleicht doch wieder auf die kleineren Netzwerke besinnt, die einen so direkt umgeben, weil man gemerkt hat, dass so viele Bewertungen, wie man schreibt und bekommt und so weiter, dass es vielleicht auch diese Nähe gar nicht ersetzt und diese Nachbarschaft, auf die wir setzen, dass einem das plötzlich doch was ganz anderes geben kann. Viele kennen es vielleicht noch von früher, bevor sie zum Studieren vielleicht in große Städte gezogen sind. Andere kennen es vielleicht, weil sie ihren Kiez früher hatten und mal umgezogen sind, aber dass man sich wieder darauf besinnt, wie schön es ist, wenn man diese Netzwerke, die so direkt einen umgeben hat und was einem das alles geben kann, was eine Mitfahrgelegenheit dann vielleicht in dem Moment nicht so bietet oder Airbnb. Es ist, glaube ich, zum Teil eine ganz andere Nutzerschaft, die sich da auch tummelt, aber dass das was ist, was auf jeden Fall stärker kommt, ob das die digitalen Netzwerke überholt, möchte ich nicht mutmaßen, aber ich glaube, dass sich alle in Zukunft mehr darauf besinnen werden, auf das, was direkt um sie herum ist, weil alles schneller wird, alles wilder wird und das etwas ist, was einen doch sehr erdet. Weißt du, was ich glaube? Bei Mitfahrgelegenheit und Couchsurfing, die haben einfach eine Reputationsschnitze erfahren. Mitfahrgelegenheit hat den Skandal, die wurden gekauft. Couchsurfing, meine Wahrnehmung, ist eigentlich nur eine Dating-Plattform. Deswegen habe ich da auch keine Lust mehr drauf, einverstanden zu sein damit, wie oft ich das gelesen habe, mit demjenigen in einem Bett schlafen zu müssen. Also ich glaube, da ist einfach was passiert, wo Vertrauen verletzt wurde. Deswegen haben sie vielleicht BlaBlaCar juriert. Also, weiß ich nicht. Vielleicht haben sich deswegen einfach die Leute abgewandt. Genau. Julia, was sagst denn du dazu? Ist das so? Also generell würde ich erstmal sagen, dass wir eigentlich nicht digital gegen regional haben, sondern eher global gegen regional und digital ja eigentlich nur der Kommunikationsweg ist. Also als Kommunikationswissenschaftlerin, meistens sind die viele Dinge, die wir diskutieren, ja gar nicht neu, sondern nur die Kommunikationsmittel sind neu und vielleicht die Geschwindigkeit, wie sich alles verändert und so weiter. Ja, das noch kurz dazu. Und zu dem veränderten Vertrauen habe ich jetzt den Faden verloren. Die Frage war, ob die Plattformen sich so verändert haben durch Skandale, dass man da Vertrauen davon verloren hat. Ja, also ich denke schon, dass es da einen Vertrauensverlust gab, weil mitfahrgelegenheit.de war zwar eine kluge Idee von 2-3 geschäftstüchtigen Berliner Studenten, das hat auch ganz gut geklappt, aber als es dann eben darum ging, damit auch Geld zu verdienen, wurde dann diese Sicherheitsbuchungssystem eingeführt und diese 11% ja damit gerechtfertigt, dass dadurch die Plattform finanziert wird, was aber relativ hoch ist. Ich glaube, eBay nimmt auch keine 11%. Und dadurch wurde Vertrauen zerstört. Also ich habe da so eine kleine Inhaltsanalyse gemacht und viele Nutzer haben sich dann auch abgewandt. Erstmal ist tatsächlich die Nutzerzahl nach oben gegangen von 4 auf 5 Millionen. Womit das Portal auch Werbung gemacht hat, was aber daran lag, dass man früher auch einfach alles einsehen konnte und dort anrufen konnte, ohne registriert zu sein. Also ich schätze so von 8 Millionen Nutzern und jetzt gibt es eben viele, die das gar nicht mehr nutzen. Aber mitfahrgelegenheit.de gibt da auch keine Zahlen raus, keine offiziellen, wie viele Profile denn jetzt wirklich auch noch betrieben werden. Ich weiß nur so stichprobenartig, dass es einige noch nutzen, weil sie es eben für sicher halten, weil es da so viele Mechanismen gibt. Aber ich denke, der Vertrauensverlust war da schon größer, als die Betreiber vielleicht gedacht haben. Und bei Couchsurfing ist eben auch das Problem, dass es zu bekannt geworden ist und jetzt eben da Leute
Profit rausschlagen wollen, die nicht das gleiche Ziel wie die, der Rest der Community hat. Und das ist leider, glaube ich, sowieso ein großes Problem, wenn es dann so ein Internet-Hype um etwas gibt, dass das sich dann doch verändert relativ schnell. Das ist etwas, muss ich sagen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich schnall es einfach nicht, weil die haben 11% draufgerechnet, weil sie einen Service anbieten, um den Leuten Sicherheit zu bieten. Eigentlich etwas, was man im Internet ja vielleicht nicht so direkt bekommt, weil man die Leute nicht kennt, was man dadurch geliefert bekommt. Und man zahlt zwar ein bisschen mehr, aber einfach, weil man einen Service in Anspruch nimmt. Also eigentlich ist das etwas, was mein Vertrauen in diese Plattform gestärkt hat, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, mit irgendwelchen Freaks mitzufahren, was vielleicht vorher passieren konnte, als es diese Bewertungssysteme noch nicht so in dieser guten Form gab. Hattet ihr das Gefühl, dass ihr, also hattet ihr einen Vertrauensverlust, weil ihr jetzt mehr zahlen musstet? Andersrum, deine Erfahrung war, dass du es vorher kostenlos nutzen konntest und du hast den Mehrwert dafür nicht gesehen. Deswegen hat es dann keiner mehr benutzt, denke ich. Dann hast du gesagt, ich habe es jetzt jahrelang kostenlos benutzt, wieso soll ich jetzt dafür bezahlen? Mhm. Also ich glaube, vielleicht ist ein Vertrauensverlust in die Community, weil oft wird dann ja trotzdem Farben werden dann. Man spricht sich ab, der eine sagt dann ab, aber trotzdem haben wir die Telefonnummer und deshalb werden viele trotzdem gestartet. Aber ist das nicht mies? Ist das ethisch nicht total daneben, wenn man diese Plattform nutzt? Und man nutzt sie ja, weil man halt einen sehr guten Service bekommt, nämlich wenn man nicht rumtelefonieren muss, wer vielleicht aus seiner Stadt losfährt, sondern wenn man weiß, man kriegt auf dieser Plattform diesen Service. Warum soll man dafür nicht bezahlen? Ich glaube, das ist einfach eine Firma auf einmal dahinter stand. Man hat sich irgendwie veralbert gefühlt. So dieses, wir als Gesellschaft kommen zusammen und leisten was und helfen einander, aber dann steht auf einmal eine Firma, oh, irgendwie ist es doch alles gar nicht so gut. Okay, also das ist ja ein Problem, was die Shared Economy jetzt auch kriegen wird, weil immer mehr Ökonomie daraus wird. Und wenn Pumpi-Pumpe jetzt, wurde jetzt gratis verschickt die letzten Jahre, zum Beispiel die Sticker, und wir würden jetzt Geld dafür nehmen, würdet ihr dann das Projekt abhaken für euch und sagen, ja, nee, also vielleicht haben wir uns aus Fördergeldern finanziert bisher und können das einfach nicht mehr leisten. Damit wir aber für euch Sticker drucken können und damit die Sache weitergeht, würden wir jetzt Geld dafür nehmen. Und ich sag mal, wir nehmen 3 Euro, damit wir euch das schicken können. Würdet ihr das dann nicht mehr machen? Ich finde es sogar niedlich, weil das ist ja Hilfe zur Selbsthilfe mit Nachbarschaften und so weiter stärken. Das hat ja, da ist noch erstmal kein Gedanke zur Profitoptimierung dabei. Ich finde das total geil. Bei uns im Haus gibt es auch jemanden, ich habe halt nichts zum Verleihen. Und ich brauche auch selten. Ah, das glaube ich dir nicht. Wir gucken gleich mal, welche Sticker du erklären. Aber die Frage ist ja, wohin geht die Reise? Vielleicht wollt ihr damit trotzdem auch mal Geld verdienen, weil ihr dann seht, okay, wir haben hier 5 Millionen angemeldete Nutzer und wenn nur jeder einen Euro bezahlt, dann können davon auch ein paar Leute leben, dann kann man den Service auch ausbauen. Das ist eben die Frage, wohin geht's? Genau, also wenn große Unternehmen dahinter stehen oder sich reinschummeln in die Shared Economy, dann nervt das und dann steigt man aus. Es geht genau um dieses Schummeln, glaube ich. Genau, okay. Ja. Diese vorgegebene Nachhaltigkeit, dieses, was Firmen ja immer wieder nutzen für ihre Reputation, die sind nachhaltig, aber das ist ein schöner Nebeneffekt, aber eigentlich sind wir alle Opportunisten. Also. Ja. Ich hatte dir eigentlich gerade das Mikro abgenommen, weil es da hinten schon ganz lange eine Meldung gibt, wo ich ja drauf wollte. Ich glaube, wenn du das Geld kosten würde, würde man sich überlegen, ob man die Sticker schön findet. Und wenn man die nicht so schön, also ich jetzt persönlich, wenn ich die nicht so schön fände, dann würde ich halt einen kleinen Zettel schreiben. So, weil eigentlich geht es ja um die Idee, aber ich würde wahrscheinlich erst so denken, ja, ich kann ja auch direkt einen Zettel schreiben, zum Beispiel, ja, ich bin die Clara, ich wohne in Burgstock, keine Ahnung, ich bin Medizinstudentin, ich kann auch noch. Also ich würde dann direkt diese ganze Dienstleistung, was wir gerade hatten, alles so schön schreiben und mich vielleicht auch vorstellen, weil dann, das ist ja eigentlich sogar noch einfacher, dann ins Gespräch zu kommen, wenn jemand denkt, oh, die ist, weiß ich nicht, die hört sich mal interessant an oder sowas. Also ich glaube, dann würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Also ich hätte es auch, muss ich auch gerne sagen, ich habe die Sticker ja gerade bekommen, aber sonst wäre ich auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, die extra zu bestellen, nicht weil ich da jetzt kein Geld bezahlen will, sondern auch weil ich ein bisschen zu faul dafür wäre, weil ich denke, würde das geht ja, also kann man ja selber machen. So. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dieses Problem ist, ob das auch Leute machen, die davon hören, aber. Ja, wir hatten schon. Wird ja viel bestellt. Deswegen. Genau, die Sache ist ja überhaupt nicht geschützt und so. Also jeder kann einfach aufschreiben an seinen Briefkasten, was er hat, oder es selber malen und so. Für die meisten ist die. Ist der Aufwand geringer, 3-4 Klicks im Internet zu machen, als jetzt einen Stift in die Hand zu nehmen und jetzt irgendwas zu illustrieren oder so. Und das glaube ich nämlich auch. Also jeder kann die Idee ja für sich auch anders nutzen. Und wenn er jetzt vielleicht Sticker möchte, die ja natürlich einen Wert haben, materiellen Wert, das ist ja ein Produkt, was man bekommt. Und vielleicht hat man die Hoffnung, je mehr mitmachen, desto schneller wird es erkannt und desto besser funktioniert das System, wenn sich halt diese speziellen türkisen Sticker durchsetzen. Kann man ja mitmachen, indem man ein bisschen Geld überweist, aber jeder kann das für sich nutzen, wie er möchte. Und genau diese Kreativität ist, glaube ich, im Moment auch gefragt, ja. Wieso versucht ihr das nicht über Spende? Tun wir. Macht ihr schon? Ja, also wir haben über
Wir haben uns ja im Prinzip über Spenden finanziert, also erst mit dem Crowdfunding haben wir angefangen und die Preise sind zwar reingekommen, das Umweltamt spendet und auch Privatpersonen. Wir haben in jeder Bestellung einen Flyer mitgeschickt und wir sagen, dass wir uns über Spenden finanzieren und dass uns der Brief halt ungefähr 6 Euro kostet, wenn wir ihn rausschicken. Wir schicken ihn gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns vielleicht so die Unkosten erstattet oder ein bisschen was mitmacht. Und es gab auch ganz niedliche Rückmeldungen in Form von einem Haufen Briefmarken, so macht weiter so und ganz toll. Und, aber auf unser PayPal-Konto, das Spendenkonto, ist sehr, sehr wenig eingegangen. Also es gab einige, die dann, ich glaube, die haben den Betrag von 5 Euro genannt, um nicht so hoch zu liegen, obwohl das noch geschummelt war, weil es deutlich teurer ist tatsächlich, die dann diesen Betrag überwiesen haben. Aber von den letzten vielen, vielen tausend Bestellungen haben das vielleicht 5 oder 6 gemacht. Ja, also deswegen ist unsere Überlegung, wie sowas laufen kann. Also dieses freiwillige Spenden, wenn du das Produkt schon hast, ist schwierig. Also es war ein QR-Code, es war eigentlich total einfach, das so direkt zu spenden, aber eigentlich müsste man es, glaube ich, vorher machen. Also vielleicht ist man noch nicht so weit, wenn man etwas gratis bekommen kann, nachhinein noch dafür zu bezahlen. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal zu der Frage zurückkommen, ob das wirklich ein Vertrauensverlust war, als Mitfahrgelegenheit dann eine Gebühr erhoben hat. Also ist das wirklich Vertrauen, was da verloren gegangen ist, oder ging es tatsächlich nur um diesen Aspekt, warum soll ich jetzt auf einmal dafür zahlen, ich habe doch jahrelang nichts dafür bezahlt? Ja, also ich denke, es ging um beides, aber in dem Fall war das Problem, dass das vorher nicht kommuniziert wurde, dass das nicht mit der Nutzerschaft abgesprochen wurde, die ja die Hauptrisiken getragen haben, die den ganzen Service geleistet haben und man eigentlich nur eine Plattform brauchte, um das einzutragen. Und dann von mehr oder weniger einem Tag auf den nächsten wurde das so entschieden und dann ein relativ hoher Betrag, der auch eigentlich nicht nachvollziehbar war. Also wenn man sich das Gästebuch und die Diskussionsforen und Petitionen, die es dagegen gab, anschaut, dann ist schon die Mehrheit, weil es eben nicht unbedingt, weil es mehr gekostet hat. Weil für den, der gefahren ist, sind 11% bei 10 Euro vielleicht jetzt doch nicht so viel, dass es einen Ausschlag machen würde. Ja, also ich glaube, das war wirklich ein Problem des Vertrauensverlustes. Was ich jetzt aber nochmal anders sehen würde, wenn man eben so eine Dienstleistung, die man gar nicht möchte im Prinzip und die man gar nicht braucht, bezahlen soll, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man eben erklärt, okay, wir haben die und die Ressourcen, wir brauchen das, dann ist die Spendenbereitschaft vielleicht auch größer. Natürlich ist es nicht leicht, gerade im Moment für Zeitschriften, ich kenne das auch von Labels, die Platten drucken wollen oder eben Festivals, die sich organisieren müssen und die dann eine genaue Aufteilung haben, okay, wir möchten das gerne weitermachen, aber wir brauchen dafür eben auch Geld, deswegen, deswegen, deswegen. Und da hoffe ich einfach, dass es in Zukunft da mehr Bereitschaft gibt, dass es eben nicht alles umsonst ist im Internet, also sowohl inhaltlich als auch finanziell kostet das was. Und dass man da vielleicht ein bisschen guckt, wie man seine Ressourcen verteilt und nicht dem erstbesten, einfachen, ersten Google-Treffer dann das so weitergibt, wenn man zum Beispiel mitfahrgelegenheit.de sieht und es Portale gibt, die das eben versuchen, kostenlos und unabhängig zu machen. Wie bessermitfahren.de, falls sich da jemand, da mache ich jetzt Werbung für bessermitfahren.de, ist eigentlich besser als auch als BlaBlaCar, das ist auch ein französisches Unternehmen, die eigentlich in Europa auch so eine Gebühr erheben. Ja, nur in Deutschland noch nicht. Ja. Ich habe eine Frage, gerade weil dieses Lokale und Regionale auch unter Studenten eigentlich sehr verbreitet ist. Aber hat es nicht auch viel mit Sesshaftigkeit zu tun? Also wenn ich irgendwie viel herumziehe und dann ist es für mich vielleicht einfacher, irgendwie auf Freunde zurückzugreifen oder aufs Internet, als wenn ich irgendwo tatsächlich verwurzelt bin und verortet bin und weiß, ich lebe da jetzt noch 10 Jahre und es lohnt sich auch, was in menschlichen Kontakt zu investieren. Also ich finde, nein, es ist jetzt ein bisschen sehr ökonomisch formuliert, aber genauso meine ich es eigentlich auch, dass es einfach auch damit zu tun hat, besinne ich mich tatsächlich, was bringt mir auch der menschliche Kontakt oder bin ich halt in einem Monat eh wieder weg zum Beispiel. Also ich glaube, dass sich dieser menschliche Kontakt immer lohnt. Also ich habe auch in Wohnungen gelebt, da wusste ich, ich bin nur 2-3 Monate da und trotzdem tat es immer gut, wenn man die Nachbarn kannte aus irgendwelchen Gründen. Und wir haben auch viele Rückmeldungen, dass Leute, wie gesagt, nur kurz irgendwo gewohnt haben, aber die Sticker immer mitgenommen haben und oder immer wieder neu bestellt haben, weil sie auch da diesen Kontakt wollten. Und Freunde hast du in einer neuen Stadt vielleicht noch nicht so viele, Nachbarn hast du aber immer da. Und das ist einfach deswegen ein schönes Netzwerk, was man immer nutzen kann. Im Internet musst du immer wieder ein neues Profil anlegen, musst deine Adresse ändern, musst vielleicht wieder schauen, wer ist um dich herum, wem kannst du vertrauen, kannst du nicht vertrauen, musst immer wieder neue Profile checken.
ja, von den Nachbarn weißt du einfach, dass sie da sind und dass sie vielleicht auch schon länger da sind und es ihnen wichtig ist, wie die Leute im Haus sie sehen, dass das Vertrauen schneller da ist. Ja. Bei dieser Vertrauensbasis zwischen den Menschen und zwischen dem Verleiher und dem Leiher, wie sieht das da jetzt aus? Wir haben vorhin die ganze Zeit darüber geredet, über regional, lokal und was da die Gründe für sind, auch kulturell, aber ich fände mal ganz interessant, auch die Frage zu beleuchten, wie das von der Altersstruktur her aussieht, weil wo sind da die Unterschiede? Weil ich habe persönlich das Gefühl, ich wohne jetzt in Wittenberg, also kein Dorf, aber auch keine Großstadt, und wohne im Plattenbau, wo ich ganz, ganz viele Leute habe, aber habe in meinem Leben nicht mehr als 5 Worte überhaupt mit irgendeinem Nachbarn gesehen und vielleicht nur 3 oder 4 gesehen, überhaupt gesehen. Schade. Ja, das ist extrem traurig, aber da ist auch keiner, sag ich mal, jünger als 30. Wo denkst du, sind da jetzt die Unterschiede zwischen, dass alte Menschen, das ist mein Eindruck, nicht so gerne teilen? Oder ob das eher nur dran liegt, weil junge Menschen da dürftiger sind, weil sie es eher brauchen? Also ich kann für Punkelpumpe sprechen, da sehen wir, wer so bestellt und die meisten, die da bestellen, das sind ungefähr so wir. Also unser Alter, die hier sitzen und ja auch häufig Studenten und so weiter und der typische Punkelpumpe-Besteller lebt halt in Berlin. Allerdings haben wir auch ganz viel Zuspruch von älteren Leuten, also das merken wir halt auf Messen und so, wo sich das Publikum ein bisschen mehr mischt, weil man kann die Sticker halt übers Internet bestellen. Also die ins Internet gehen, machen halt bei Pumpi-Pumpe auch mit. Allerdings sind die Leute, die auf einem anderen Weg, über Abholstationen oder so weiter, auf Pumpi-Pumpe stoßen, total begeistert. Und ganz niedliche Omis sagen, oh, ich habe auch so eine Kuchenform und ich mache mal mit. Und vielleicht klingelt ja mal der Student aus der Wohnung nebenan bei mir. Und ich glaube, gerade ältere Menschen profitieren wahnsinnig davon, weil sie nicht so viele Kontakte haben. Und wenn du bei dir im Plattenbau da Menschen hast, die du vielleicht über die Sticker animieren könntest, auch mal zu klingeln, vielleicht ist da die Hemmschwelle größer, als wenn du mal klingelst, dass das sehr dankend angenommen wird. Also eigentlich ist dieses Verleihen unter Nachbarn für jeden was, weil jeder, der mindestens ein Ding besitzt, kann schon mitmachen, also und ist irgendwie dabei. Und gerade da können sich halt auch wieder verschiedene Generationen mischen und austauschen. Genau das geht, darum geht es ja. Es geht nicht nur um den materiellen Austausch, sondern auch um den kommunikativen. Und da sind, glaube ich, gerade ältere Menschen noch interessierter daran als jüngere. Kann ich vielleicht noch eine Anekdote erzählen von mir heute aus dem Büro? Ich habe einer älteren Kollegin erzählt, was wir hier heute Abend machen, worüber wir reden. Und sie hat gesagt, ach, das ist ja schön, das haben wir früher auch immer so gemacht. Also ich glaube, dass das keine Frage des Alters ist, ob man jetzt gerne teilt oder nicht. Und da hinten noch eine Frage. Ich wollte auch fragen, ist es denn eine Frage der Bilder oder des Bildungsstandes? Weil, also ich denke halt auch die Veranstaltungen wie heute oder auch, wir suchen ja nicht jeder vielleicht oder auch Zeitungen ist nicht jeder, hat ihr dazu irgendwelche Informationen? Sind das meistens Akademiker, also Studenten sind ja quasi Akademiker oder die Älteren auch, weiß ich nicht. Also darüber haben wir nicht, haben wir natürlich keine Daten erfasst. Und es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, dass vielleicht Akademiker oder Leute, die sich viele Gedanken machen um viele Dinge, dass da Besitz vielleicht weniger wichtig wird, weil man sich um Sachen wie Nachhaltigkeit eben Gedanken macht. In anderen, bei anderen ist vielleicht einfach, ist Besitz immer noch stark ein Statussymbol. Also ich glaube schon, dass die Leute, die vielleicht darüber nachdenken, wie sie sich ernähren und ob sie vielleicht ihre Sachen ökologischer einkaufen können und so auch über das Teilen mehr nachdenken, weil Besitz nicht mehr so wichtig ist. Aber auch das wird ausstrahlen. Bei anderen Menschen, die vielleicht, wo Besitz immer noch ein Statussymbol ist, aber die einfach vielleicht nicht so viel haben, weil sie nicht so viel Geld zur Verfügung haben, auch da ist Teilen wichtig. Also ich glaube, dass diese Strömung sogar von vielen Ecken ausgehen kann. Und was ich vorhin auch meinte, je ärmer die Gegenden, desto mehr wird halt ganz, ganz automatisch geteilt. Da macht man sich gar keine Gedanken drum, sollte man oder sollte man nicht und kann man vertrauen oder nicht. Es besteht einfach diese Notwendigkeit. Und deswegen glaube ich, dass gerade so dieses Alltagsgegenstände verleihen, wie bei Pumpi-Pumpe, genau für jeden auch tatsächlich was ist, dass man sich gar nicht fragen muss, für wen ist das eher was oder von wo geht die Strömung aus. Na, Julia, du hast doch bei deiner Studie auch sozioökonomische Faktoren erhoben. Ich meine, da geht es nur um Mitfahrgelegenheiten, aber wie sah denn da so die Altersstruktur aus und der Bildungshintergrund? Ja, das war eine lustige Altersstruktur.
Struktur, weil 90% der Befragten unter 35 waren und das ja auch eigentlich mehr Jüngere nutzen. Und ich habe ja auch Nutzer befragt, weil für viele das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Die verreisen vielleicht überhaupt nicht. Aber ich würde jetzt erstmal ganz grundsätzlich das nicht unbedingt so klar differenzieren mit Alter und Bildung. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Natürlich, wenn man Medien anders nutzt und da vielleicht eher an die Informationen kommt, das ist möglich, dann erfährt man eher, dass es solche Sharing-Communities gibt und das vielleicht eher mit einem höheren Bildungs-Background. Aber ob das jetzt auch wirklich immer so nachzuweisen ist, es gibt ja auch viele Akademiker, die zwar wissen, man könnte teilen, aber die das nicht möchten, weil die eben auch Besitz ihnen einfach wichtig ist. So, also da müsste man nochmal ganz genau hinschauen, was gemeint ist. Ja. Erstmal ganz kurz, ich finde, ja, wenn du teilst, besitzt du es ja immer noch, weil ja der Anspruch ist, dass du es ja zurückbekommst. Deswegen, das ist aber eine ganz andere Sache. Die Frage ist jetzt die, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die 90% unter 35 war jetzt ja auch, was ich gedacht habe, hätte ich mir auch ungefähr so gedacht, ist doch die Frage, beziehungsweise meine Frage, ob ihr eine Antwort auf meine Frage habt. Wie kann ich oder was sind mögliche Ansätze, dass da die Prozentzahlen, dass wir die so ein bisschen probieren zu verschieben, weil es wäre doch schöner, wenn die Altersstruktur breiter wäre, als sie jetzt ist. Weil ich meine, eine ganz, ganz breite Masse geht im Konzept der Idee des Sharing ja somit, ist nicht mit dabei, wenn es ja nur 10% von der gesamten Community sind und wir haben Leute, die über 35 sind, und das sind viele in Deutschland, und das werden immer mehr. Was sind da Ansätze, um da die Altersspannweite zu erhöhen, ob ihr da Ideen habt? Das ist eine schwierige Frage, denke ich. Ich glaube, dass das Problem sich von alleine legen wird, weil das auf einer Hemmschwelle des Internets ist. Also viele, die jetzt vielleicht noch ziemlich alt sind und zum Internet keinen Zugang haben, wie sollen die an eine Mitfahrgelegenheit kommen? Und dass sich das von selber legen wird, wenn diejenigen älter werden, die mit dem Internet ganz selbstverständlich umgehen. Und ich hatte bei Mitfahrgelegenheiten auch schon oft Ältere dabei, die entweder gefahren sind oder die mitgefahren sind. Und ich glaube, dass es einfach dadurch automatisch immer mehr werden, dass die Leute mit dem Internet älter werden. Ja. Möchtest du dazu noch was sagen? Nein. Gut, ich schaue jetzt mal so in die Runde und stelle so eine gewisse Müdigkeit fest. Ich würde jetzt mal noch fragen, gibt es noch eine Frage oder eine Anmerkung? Nicht gut. Tradition mittlerweile, beim dritten Mal ist Tradition auf jeden Fall. Wir stellen zum Schluss dieser Veranstaltung immer den Referenten die Frage, ist jetzt digital besser? Oh Gott. Also ich kann nicht sagen, dass es besser ist, aber ich glaube, dass es ein guter Weg ist, das Analoge aufzunehmen und weiterzuführen. Also ich finde auf jeden Fall, dass man da an dem Weg auch festhalten sollte. Ja. Du hast die Frage eigentlich eben schon beantwortet. Du hast nämlich, glaube ich, ziemlich genau den Satz gesagt, digital ist nicht besser, aber effizienter. Möchtest du das noch ein bisschen ausführen? Hast du da noch eine andere Idee zu? Also ich würde sagen, digital ist nicht besser, digital ist schneller, manchmal auch schöner, einfacher. Ja, ansonsten ist genau das Gleiche. Dann also, ich jetzt ist ja eigentlich nur, also digital ist ja eigentlich nur der Kommunikationsmodus, wenn man das jetzt mal ein bisschen von der Definition geht. Aber ich glaube nicht, dass digital besser ist. Also es ist auch nicht unbedingt immer anders, es geht halt nur schneller und einfacher, Menschen zu erreichen. Du widersprichst mir? Ja. Also ich glaube, dass es schneller geht, wenn ich jetzt was Bestimmtes brauche, wie eine Bohrmaschine, wenn ich zu meinen Nachbarn hochgehe und klingel, als Nutzerprofil anzulegen, um überhaupt auf so eine Plattform zu kommen und so weiter. Deswegen glaube ich, dass digital das Ganze erweitert, was großartig ist, weil meine Nachbarn ja nur begrenzte Dinge haben, die sie vielleicht leihen können oder begrenzt nur irgendwo hinfahren, wo ich mitfahren könnte. Deswegen glaube ich, dass Digitales erweitert. Aber ob es schneller geht, das glaube ich noch nicht. Das ist vielleicht eine Frage, die wir jetzt auch an der Bar weiter diskutieren können. Ich möchte ganz gerne noch hinweisen auf die letzte Veranstaltung unserer Reihe. Klicken ist besser, da geht es also um Online-Partizipation. Die wird am 29. April in Halle sein. Findet man auf unserer Internetseite und natürlich auch unter unserem Hashtag werden dazu alle
Infos bekannt gegeben. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr mitdiskutiert habt. Lisa, dafür, dass du extra aus Hamburg hergekommen bist für heute Abend. Julia, du hattest nicht ganz so weiten Weg, trotzdem ganz herzlichen Dank. Euch natürlich auch vielen Dank fürs Herkommen, fürs Mitdiskutieren. Und dann wünsche ich uns jetzt noch einen schönen Abend in der Bahn nebenan. Tschüss.